Nicht rechtzeitig Bescheid gegeben. Ich habe das noch gemacht. Ich danke euch in Können Sie erster mal Linie, lauter da reden? seid ihr pünktlich gekommen. Ich will noch mal für alle festhalten, für jede Familie. Neu, noch nicht offiziell oder ist schon da. Ist akzeptiert oder nicht akzeptiert. Auf der Tafelrunde wird nicht geschossen. Sonst Wer Hinrichtung. Auf der Tafelrunde schießt, ersticht oder ähnliches, er wird ausgelöscht, wird hingerichtet und seine Familie wird auch ausgelöscht. Was? Hörst du das? Das gilt für alle. Auf der Tafelrunde wird nicht geschossen. Daje, du darfst nicht schießen. Bitcoin, du Kleiner. Okay, und unterbrech mich jetzt nicht. Das ist der Hauptbestandteil von Dagoni, der Tafelrunde. Dankeschön. Buki, dankeschön. Der Andi, dankeschön. Und wir arbeiten zusammen. Das ist Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2 ist die Aufsatzroute, das Aufsatzbusiness. Das Aufsatzbusiness ist jetzt bei den Cousins. Wenn jemand Aufsätze haben möchte für seine Waffen, geht er zu den Cousins und macht Verhandlungen mit denen. Die haben von mir und von meinen Leuten 5 Tage Schutz. Bis zum 29. Wollte Ritchie, ich dachte, Ritchie will diesen Schutz nicht. Ich habe doch mit ihm geredet. Du hast mit ihm geredet oder nicht geredet? Ich habe auch geredet. Schlecht. Unterbrech mich nicht, bis ich meine Punkte habe. Ah, Chat, meine Idee. Meine Idee. Ich wurde gezwungen. Was das Geschäft angeht und das Business und alles, was dazugehört. Ich hätte sie mir geschenkt. Ein Schritt in die Danach, Richtung. Wenn ihr möchtet, diese Route fordern, dann fordert sie. Geht zu ihm und sucht ein Gespräch. Versucht sie zu kaufen. Und wenn das nicht klappt, dann ist die Waffe der letzte Weg. Der dritte Punkt ist, ich sage euch das einmal und zum letzten Mal an alle. Jede Route, wo ihr einen Krieg drum machen wollt, kommt ihr zu mir und macht einen Kriegsvertrag. Nicht erstmal 100 Jahre schießen und danach die Route fordern. Du willst eine Route, dann mach deinen Standpunkt klar. Der nächste Punkt, und es war ein guter Punkt, der in der letzten Tafelrunde angesprochen wurde. Ab jetzt, wer auf der Tafelrunde von uns erschossen wird, weil er frech uns gegenüber ist, der kommt in den Käfig, bis die Tafelrunde zu Ende ist und noch länger. Tamam? Und der nächste und letzte Punkt von mir ist, wenn ihr einen Konflikt mit jemand habt, dann habt ihr auch einen richtigen Grund. Alexander, weil Dankeschön. Ein Auto gepittet hat oder sonstiges, ist kein Grund für einen Krieg, wo Leute draufgehen und ihre Ressourcen verlieren. Und wer das ab jetzt nicht macht und wenn er einen Krieg haben will mit jemandem aus Grund XY und der ist nicht offensichtlich, dann geht ihr zu dieser Familie und sucht ein Gespräch mit denen. Die Waffe soll nicht immer das erste Ziel sein. Ich bin nicht jeden Tag hier. Ich bin oft auf Geschäftsreise. Aber meine Leute werden das umsetzen. Und wer frech auch zu meinen Leuten ist, der ist auch mir gegenüber respektlos. Und er bekommt die gleiche Strafe wie jeder andere. Der letzte Punkt der Tafelrunde wird sein, eine Familie, die sich vorstellt. Hat jemand irgendwelche Punkte oder irgendwas, was uns unklar ist? Ist ja wirklich leise, ne? Deswegen, wenn ich schieße, dann ist Leute halt gefickt, ne? Müsst ihr können. Das Boah, stimmt. Soll ich schießen? Ich überlege mir noch. Hört auf mit der Scheiße. Ich bin nicht gefickt. Ihr werdet... Nein, nein, der hat eine graue Hose an, alles gut. Ja, und? Aber Loco geht mit in den Tod. Ja, egal. Spannend. Ich höre nichts, ja? Alles für Kali. Ich höre ihn auch nicht. Er hat gemeldet. Achso, hallo. Können Sie ein bisschen lauter reden vielleicht? Nein. Launder, hört ihr mich? Ja, ich höre hier hinten fast gar nicht so. Aber das ist ja aber leise. Können wir nicht einen Schritt nach vorne gehen, Rinkus? Ja, bitte. Wäre ich auch für. Lass den Kreis hängen, Mann. Da kriegst du das hin. Wir müssen einen Schritt nach vorne. Sehr gut. Ich mag es, wenn wir enger zusammenstehen. Jetzt ist es besser, ja, jetzt. Hat jemand einen Punkt? Eng ist gut. Den die Tafelrunde interessiert. Ja, ich habe einen Punkt. Also okay, von dann MOB kommst Hamodi. Du in die Mitte und redest. Also ich habe einen Punkt. Wir machen das so bei MOB, wenn wir Kriege gegen Familien haben, jetzt in Zukunft, das haben wir auch mit Leuten zum Beispiel gemacht, dass der 12er einfach nicht abgezogen wird. Der 12er soll anhaben, was er will, soll machen, was er will, aber der 12er soll nicht abgezogen werden. Was hält ihr davon, dass wir das einführen? In Zukunft, mit jeder Familie. Was hältst du davon, wenn wir erstmal nicht mehr sagen 12er, wenn wir uns dieses 12er abgewöhnen? Ja, dann sage ich Patron, Präsident, OG oder Kopf. Was auch immer hier ist. Gar besser, ganz einfach Kopf, kannst du sagen. In die Köpfe. Naja, no Problem. Sowas ist aber schwierig. Aaron zum Beispiel, der tut immer so, als wäre der 12er, obwohl er es nicht ist. Und du tust immer so, als ob du Internetempfang hast, Romano. Was?
Das ist ein Problem. Wie redest du mit meinem Patron? Was hält ihr davon? Du schießt hier gar nicht, Habibi. Hä? Wer wollte denn jetzt schießen? Was? Wer wollte schießen? Wir kommen gleich dazu. Mir alles fällt auch ein Schießen. Hermano, schau mal. Du florierst richtig im Himmel 7. Bevor du wieder auszahlen musst. Hier ist ein wichtiger Punkt. Was ist los mit euch? Macht doch diesen Punkt und euer Kind ja, später. Aber ihr kommt dazu. Er redet doch die ganze Zeit in der Mitte. Also ich sage euch ehrlich, ich bin dafür. Ja. Ich auch, ja. Haben wir auch. Aber ich habe noch eine. Ich habe einen anderen Vorschlag. Nur ein Kopf darf einen anderen Kopf ausziehen oder mit ihnen die ein oder anderen Spielchen durchführen. No, finde ich nicht. Ich finde das unfair. Ja. Mein Daniel kann nicht mal nach vorne laufen, da kann ich mir gerade auslaufen. Was hältst du von ihm? Ja, das ist aber unfair. Das Bro, wer ist dein Daniel überhaupt, Bro? Hier. Jungs, ey, guck mal, was kommt hier von einem Punkt? Bleib doch mal kurz beim Thema, was also, ist das nur auf den Punkt von Hamudi eigentlich. Also wer ist dafür, was Hamudi sagt, ist das Kopf, in Ordnung? Der Boss der Familie wird nicht guck abgezogen. Mal, Wallace, ich bin dafür so, aber wie soll ich sagen, dann soll auch der Kopf der Familie nicht, nerven oder er soll dann vernünftig reden. Nein, es gibt hier nur ein Ja oder ein Nein, egal was er macht. Du verstehst die Frage nicht. Die Frage ist sie oder no. Lass doch kurz melden und dann ist gut. Nein, mach anders. Wer ist dagegen? Macht seine Hände hoch. Das ist einfacher. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen, weil ich stinke. Okay, aus welchem Grund? Was passiert, Hermanos? Wieso schlafen die alle ein, Hermanos? Sind und so tun, als wären sie Zweifer. Okay. Dann. Was hast du nochmal gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Was hat Leute gesagt? Weil es Familien gibt, die so tun, als wären sie Zweifer, obwohl sie es nicht sind. Mann, jede Familie hat doch Familie und nach einer Minute. Verstehe ich irgendwas? Was meint ihr nicht, Mann? Warum antwortest du so? Er sagt wieder das Wort, wie so ein Kopf der Familie sagen, aber ein Erbsenhimmel, wie Leute checken. Wer hat das gesagt? Ich merke gerade, weil es jemand sagt, guck mal, hier. Genau das meine ich. Du selber hast für dich kein eigenes Stimmrecht. Aber natürlich. Du tust das, was andere sagen. Ja. Das mag sein oder auch nicht sein. Eure Tage könnt ihr später zusammen die Flüssigkeit kreuzen, das interessiert keinen. Also nur Leute dagegen, richtig? Scheint so. Oder wechselst du jetzt auch wieder deine Meinung? Hey. Eine Frage, habe ich aber die Geschäftsmodelle an die Tafelrunde. Oder gesagt an die Tafelrunde. Ist es auch so eine Wahl, dass wir alle einstimmig dafür zustimmen müssen? Oder ist es bei Ich glaube, bei dieser Sache entscheidet die Mehrheit, oder? Das ist richtig. Okay. Aber was passiert dann, wenn man den abzieht? Also Leute hat kein Argument dagegen. Okay, perfekt. Ich habe eine Frage, aber doch, ich habe ein Argument. Ich habe ein Argument gesagt. Es gibt, ich will entscheiden, bei welcher Familie ich das durchziehe, denn es wird Familien geben, wo ich das nicht durchziehe. Und du wirst dich der Stadt beugen, tamam? Aber eine Frage ja, aber dazu. Du hast was mich ist doch denn, gefragt? Wenn ich die 12 einfach ausbluten lasse? Was denn dann? Gute Frage. Ja, dann ist die Regel doch für den Arsch. Dann lassen wir die 12 immer ausbluten. Dann bringt es auch nichts, sie nicht abzurücken. Ja, aber wenn du die ausbluten lässt, Hermano, dann wissen wir ganz genau, was du hier zu tun hast, zu suchen hast, nämlich gar nichts. Es geht darum, dass die Leute das machen werden. Ja, aber deswegen spreche ich die Leute an, die sich das so denken, Richie. Okay. Was bringt mir das also denn, ein Patron mir deinen Kopf ausbluten zu lassen, wenn du eigentlich ihn hochheben solltest, um mit ihm darüber zu reden, Mirda? Richtig, bin ich der gleichen Meinung. In dieser Stadt, Jungs. Ich rede aber, was, wenn das die Soldaten oder unsere Jungs oder Mitglieder es machen? Absichtlich. Was, wie entscheiden wir da? Wie reagieren wir da? Der darf nicht ausgeblutet, das darf man nicht. Das geht doch nicht. Das bringt uns alles gar nichts. Weil wenn der Zwölfer nicht dabei ist und irgendwelche normalen Leute aus der Familie den einfach ausbluten lassen, die wollen nicht mit dem reden. Die können sowieso nicht reden, 80% von jeder Familie. Ja, da muss man sich ein bisschen was überlegen, wenn man schon so was in den Raum wirft hier. Dann kombinieren wir das und das Thema ist so. Genau, das ist es. Was heißt kombinieren? Was ist damit gemeint? Man lässt den nicht ausbluten und gut ist. Wer das macht, kümmern wir uns drum. Absichtlich, ne? Absichtlich, genau. Natürlich. Ja, ja, absichtlich. Ne? Wir reden nur von Absicht. Es kann immer was passieren. So, dann gibt's noch einen Punkt von mir. Ich habe eine Frage noch. Moment. Wer irgendwelche Kriege etc. über diese Stadt und die Tafelrunde stellt, die von mir ausgerufen wird, der zahlt 500.000 beim ersten Vergehen. Viel zu wenig. Beim zweiten Mal 1 Million. Und das verdoppelt sich immer und immer wieder. Lobensteiner, Dankeschön, vielen Dank. Wer nicht, ich hab's kommt nicht so zur ganz Tafelrunde verstanden. Wegen einem Krieg, hat ein Problem mit der Stadt. Da respektiert die Stadt nicht und auch uns nicht. Und viel zu wenig oder nicht, das ist meine Methode. Ich mache, wie ich es will. Das heißt, wenn wegen der Tafelrunde ein Krieg entsteht, gibt's
Du hast nicht verstanden. Kriegszeit. Du machst einen Krieg dann weiter. Schickst du sogar den größten Banner aus deiner Familie. Hauptsache, ihr seid hier. Und sie findet immer am Montag um 21 Uhr. Ah, okay. Mhm. Okay. Der verstanden. Ort gebe ich durch. Verstanden. So, Bitcoin, du wolltest was sagen. Komm in die Mitte und sag. Ich würde gerne wissen, Hermanos, wie ihr mit der Aussprache seid. Wie ihr mit den Worten, die wir manchmal benutzen seid. Wie dazu steht. Im Allgemeinen. Im Allgemeinen, ich habe das Gefühl, wir geben uns nicht mal mehr richtig Mühe, mir da unsere Sachen so zu umzuformulieren, dass die Leute wissen, was wir meinen, ohne es direkt zu sagen. Bei vielen Sachen. So wie mit Zwölfer. Zwölfer ist eigentlich der größte Quatsch, den es gibt. Genauso wie Frack. Zu welcher Frack gehörst du? Das Quatsch. Das existiert nicht mehr da. Wir sind keine Fracks, wir sind Familie. Stopp. Ich soll mal dazukommen. Wer ist das? Lass einfach reinkommen. Wer bist du? Das ist einer von Richie, der ist... Okay, sorry. Ich dachte, das ist... Sorry. Ich finde, wir sollten wieder ein bisschen mehr drauf achten. Da bin ich 100% bei dir. Also statt 12 einfach Kopf. Schwimm. Denn es heißt OG, Patron, Prezi, Chef, Boss, mir, bevor man das alles sagen muss, nur Probleme, kann man einfach sagen, wo ist dein Kopf? Kannst du mir die Nummer von deinem Kopf geben oder was weiß ich? Dieses 12er habe ich damals gehasst, mir, und selbst ich benutze das mittlerweile, weil es einfach so leichter ist. Aber... ich finde, es ist fehl am Platz. 100%ig. Gut, ich glaube, diese Sache braucht keine Abstimmung. Das ist eine Sache, die wir selber, wo wir selber an uns arbeiten müssen. Und noch eine letzte Frage. Wenn wir den Kopf ausbluten lassen, wen lässt man bei OGs denn jetzt ausbluten und wen muss man hochholen? Sergen oder Rommel? Junge, das war so krass, du sagst, ey, das ist unglaublich. Entspann dich, Rommel. Entspann dich. Warte, wenn, dann musst du das bei Mahone fragen. Wieso bei den OGs? Okay, hat jemand noch einen anderen Punkt? Ich habe einen roten, was nicht funktioniert. Boss besser als Kopf. Boss hört sich voll kacke an, Bruder. Wallah, was der Boss. Habt ihr überhaupt mit den Lieferanten geredet, beziehungsweise mit den Geschäftspartnern von uns? Gibt's nix. Aber 24/7 mein Telefon klingelt. Oh, ich hab keine Waffen, ich hab kein dies, ich hab kein das. Oder Kopf ist besser als 12er. Ja, kannst auch sagen, wo ist euer Oberhaupt? Wo ist der Führer der Familie? Ist auch kein Problem. Okay. Hauptsache nicht 12er, Chat. Darum geht's mir. Okay. Ich bin Oberhaupt. Ist auch okay. Ist völlig okay. Ich finde, das ist eine Katastrophe momentan mit Munition. Was redest du für eine Scheiße, Mirda? Also ich hab du willst jeden scheiß zweiten Tag 500 Munition kaufen, Mirda. Was kann ich dafür, wenn du jede 5 Minuten Krieg hast? Und wie viel habe ich bis jetzt bekommen? Wie viel hast du bekommen? Ich glaube in 10 Tagen oder 12 Tagen, ich weiß nicht. Er sagt 12 Tage, Mirda. Wir haben 12 Tage nicht mal die Route. Ja, okay. In 10 Tagen habe ich... Du Versager der Gesellschaft. 275 Munition offiziell bei Bitcoin gekauft. Wie viel Munition nochmal? 275. 275. Und wohlgemerkt. Hat jemand noch ein Problem mit Munition? Die sind sowieso unwichtig. Ich muss zum einkaufen. Ja, aber nicht wegen, wie heißt das? Nicht wegen Kali generell. Sondern was ist das Problem? Ja, ich sehe einfach, dass viele halt einfach nicht. Hallo? Wie soll ich sagen? Eli, wie viel Munition haben wir Saduna verkauft? Auf der Route sind, ne? Einen Moment. Sie haben ja 270 verkauft. Und? Oder? Ja, habe ich. Weiter. Und 150 noch, aber die wollten 700. Da aber rein, wir verkaufen ne? In der Familie 700. Was denn? Also haben die nichts genommen am Ende? Es wurde gefragt, ob du... doch, die haben gestern, glaube ich, 150 nein, gesagt, die meisten Familien okay. Gehen nicht arbeiten. Okay, adios, arbeiten mit den Waffen. Und dann kommt natürlich nichts rein bei Munition. Okay, ich würde gerne einmal... Das wird sich so oder so ändern. Und wenn man eine Munition kaufen will... Das Business der Waffenroute wird sich so oder so ändern. Okay. Da wird auch jetzt abgedrückt an uns. Also noch eine Sache. Und wenn man, Munition kaufen will, dann kostet... $1,000 für eine Munition. Ja, mir da $1,000 für eine Munition, claro. Also, ich habe gerade gefragt... Nichts, claro. Saduna, Mierda, wenn ich die Scheißpreise mache, kaufst du oder stirbst du, ganz einfach. Ich habe gerade mit Saduna geredet, mit Eli geredet. Ihr habt 275 von mir bekommen und 150 nochmal von Eli. Ihr wolltet aber 700 kaufen und wir verkaufen keiner Familie 700 an einem Tag. Nee, bueno? wir wollten keine 700. Ihr habt 150 und 275 gekauft, in zwei Tagen. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte 400 kaufen, habe ich nicht bekommen, habe ich 275 bekommen. Und beim zweiten Mal hat Lakika mir irgendwas meinte, er gibt das von sich aus einfach jetzt so. Was redest du mir? Es gibt nicht einfach von sich aus mir, dass unsere scheiß Munition hat Lakika die Munition verkauft. Ja. Dann halt deine Fresse, wenn du redest. 150, ich wollte da auch wieder 400 haben. Mirda, du Chucha, hast gerade eben gesagt, du hast original offiziell 275 gekauft und jetzt sagst du... Lakika gehört zu uns, du Köter! Den Köter bin ich nicht.
Hermano, lass mich nicht die Leine rausholen und dich wieder daran fesseln, Hermano. Was ist das aber für ein Umgangston hier auf der Tafel? Nein, Sergen, hör mal zu mir da. Dieser Mann ruft mich seit 5 Tagen an, jeden verschissenen Tag. Ja. Jeden verschissenen Tag. Und nervt mich wegen Munition mir, obwohl er schon über 400 verkauft bekommen hat. Nein. Ich möchte auch noch was wegen Sadunat. Okay, hör zu. Sadunat Verkaufsverbot. Fertig. Willst du jetzt was noch? Nein? Dann Kajate. Aber du bist doch neutral, Bitcoin. Also Mirda, was ist neutral, Mirda? Ich entscheide das, was ich will, Mirda. Was redest du neutral? Jetzt, so wie das jetzt gerade läuft, ist sowieso wie ein Verkaufsverbot. Hier, an dich noch, Saduna, ich möchte noch was sagen dazu. Ja. Ihr habt einen Mitglied. Ich habe seinen Namen vergessen. Bruder, bitte mach das Thema nicht auf, das ist geklärt. Bitte mach das nicht. Wieso? Nein, mach auf, Rommel, mach auf. Ich möchte meinen Schild auf. Ist dein Recht, Rommel. Ich weiß, worum es geht. Tut mir leid, Rommel, aber das gehört hier nicht hin. Tut mir leid. Mach trotzdem. Wieso geht's nicht hin, ne? Was ist denn passiert? 2 Tage 400 Munition verkauft bekommen, jeder und sagt, er hat Problem mit Munition. Ich glaub das nicht. Das klären wir auch später. Wer länger bleiben will, kann bleiben. Ich will seine Hinrichtung haben. Okay, das ist der hat mein Land beleidigt. Ich bin Kurde. Du tust jetzt mich dafür ein. Er hat mich über Kiseke. Antonio, das ist doch, was ich gesagt habe. Also meine Herrschaften, da keine andere Familie Probleme hat mit der Munitionsroute und die Seduna mehr bekommen haben, als sie es verkraften können und nicht mal wissen, von wem sie Munition anscheinend bekommen, jetzt mittlerweile Verkaufsverbot haben, ist das Munitionsproblem gelöst oder nicht? Die Munitionsroute hat Kali noch richtig, weil richtig. Gestern wollten wir die verkaufen, deswegen. Ich sag nur generell, die Preise sollen ein bisschen angepasst werden. Weil ich sag euch ehrlich, mir wurde wirklich gesagt... Du kannst zu Kali gehen und einen Deal machen. Korrekt. Habt ihr alles verlernt? Was ist los mit euch? Ja, aber ein Deal machen, da wird gesagt, der maximale Deal ist $900 pro Munition. Okay, dann hast du schon mal $100 gespart. Ja, 100 der Dollar. Ganz schön teuer bei dir gemacht. Ich glaube, der macht dich nicht. Anderen Familie, ihr redet zusammen auf die ein. Wo ist das Problem? Ich kann in einem Podcast soll ich alles verhandeln, oder richtig. Was ist los mit euch? Ich will nur wissen, gibt es ein Munitionsproblem? Gibt es nicht. Okay, Kali hat gestern sowieso eine Ansage bekommen. Von wem? Und alle von mir. Aus welchem Grund? Alle Rutenbesitzer. Die meinen, faul zu sein und nicht zu arbeiten und nicht genug zu liefern, ich entziehe in diese Route und vergib sie an jemanden, der es besser macht als sie und der es verdient hat. Egal welche Route. Aber warum hättest du denen die Route weggenommen? Weil die es teuer gemacht haben? Nein, wenn es keine Munition geliefert wird. Absolut. Keine Lieferung, einfach so an alle, weil die faul sind zu arbeiten. Ja, aber Habibi, eine Frage. Wo ich die Route hatte, die Munitionsroute, und ich gesagt habe, ey Jungs, diese Route ist gerade sehr teuer. Wir können sehr langsam herstellen und die Preise sind teuer. Ihr habt zu mir gesagt, mach die teurer. Der Prozess der Munitionsverarbeitung ist eh komplizierter geworden, Roman. Ich rede nicht, nein, ist einfacher geworden. Da habe ich falsch verstanden, tut mir leid, da habe ich falsch verstanden. Ich rede nicht über Geld, ich rede über Familien, die faul sind. Was ist einfacher geworden? Die sitzen und nicht arbeiten oder nicht andere arbeiten lassen. Okay, ich verstehe. Ihr habt eine Route, dann bewirtschaftet sie auch richtig. Was geht ab, Vito? Ich weiß es nicht, egal welche Route. Also musst du ein Ticket aufmachen. Von A bis Z, egal. Gibt es einen anderen Punkt? Ja, ich. Ich möchte die Hinrichtung offiziell vor der ganzen Runde. Oder ich möchte, dass Saduna keine... Dass sie sich nicht mehr Kohlen nennen in dieser Stadt. Warum? Was ist denn passiert? Der ist doch nicht da, Bro. Hört mal zu. Ich möchte das haben. Ja, erklär doch. Was ist denn los? Kannst du bei uns fordern. Gar kein Problem. Aber nicht auf der Tafelrunde. Das machst du danach. Und wenn auf der Tafelrunde hingerichtet wird, dann wird es auf nächste Woche verschoben. Okay. Was hat denn Saduna gemacht? Es gibt öffentliche Hinrichtungen und nicht öffentlich. Ich will, dass sie öffentlich ist. Rommel, kannst du mal erklären, was los ist, damit wir es verstehen? Ist schon Thema so. Nächster Punkt. Ali? Ja, bitte. Ich würde mich trotzdem dafür interessieren, was da passiert ist. Damit man so generelles Verständnis hat, wofür Hinrichtungen passieren können und nicht. Und wenn der Kurde gesagt hat, ich bin zu 8,4% Ebo, bin ich auch schön. Kurde und irgendwie fühle ich mich jetzt auch davon betroffen. Schau mal, Hermanos, hört mal zu, lass uns mal mit dieser Sache sein, Hermanos, ja? Jeder kann stolz auf sein Land sein und das kann er auch in gewissem Maße. Und wenn wir das zulassen, es ist scheißegal, über welches Land geredet wird. Hier wird über gar kein Land schlecht geredet. Ganz einfach, Mirda. Genau, ist mir egal, ob du Kurde bist oder sonst was, Mirda. Richtig. Wir haben alle unseren gewissen Nationalstolz. Aber 8% Kurde-Mafia.
Ich bin 8,4, Bruder, 8,4. Hermano, was redest du? Denk nicht, weil du mal kurdisches Essen gegessen hast, dass du Kurde bist. Reicht langsam. Ja, okay, das heißt, du entscheidest, aus welchem Land ich komme. Bruder, das ist krass, Bruder. Kurde, das ist krass, Bruder. Synox, dankeschön. Der Typ gefällt mir. Glaub mir, das sagst du jetzt. Aber dann, wenn du ihn kennenlässt, dann wirst du ihn umbringen. Vagus, dankeschön. 100%ig. Das garantiere ich ihm. Ich glaub, das seht jeder so. RBG, check mal ein bisschen. RBG, weitere Punkte, die die Tafelrunde oder die Stadt betreffen. Hier von mir. Ich wollte ja, ich hab wirklich einen Punkt. Ja, ich hab auch was. Bruder, lass uns mal den Kuhn reden, Bruder. Chill mal ein bisschen. Ja, komm, ich rede, Bruder. Hey, hey, schau mal, Geschäftsmänner, wenn er so weiter so eine Fax macht, Hermano, dann nehme ich. Er soll die Fresse halten. Glaub mir, Hermano, die Leute werden sich gleich untereinander streiten. Am Ende kommen die mit mir mit irgendwelchen Themen, die hier nicht zu suchen haben, hier da. Da bin ich Araber, da bist du Kurde, bist du Bole, bist du Chinese, interessiert mich nicht. Lass mal jetzt diesen Nationalismus raus. Nein, ich wollte wirklich eine Frage stellen. Es geht nicht um dich, Rommel, es geht nicht um dich, es geht nur um Lil Mierda, was er gesagt hat. Ich wollte nur noch mal ansprechen, uns gehört die MDMA-Route, falls deine Familie Katz, ja, dankeschön. Mitbekommen hat, ihr könnt euch dafür bei uns melden, ja? Dankeschön. Gaschis. Achso, ich hab noch eine Sache. Darf ich reden, bitte? Ganz jetzt ist auf. Erstmal OG Rommel. Warte mal, haben die nicht ein Ding bei uns gemacht? Ich würde wirklich... da soll keine... Gaschis, haben wir nicht einen Deal gemacht mit Munition? Wir sollten alle mal mit uns, mit der Leadership oder mit unserem Team mal reden. Das passt, dass ein Blattort mehr Bedeutung hat. Achso, das geht trotzdem? Mehr Bedeutung. Das ist naja, Mann. Ja. Okay, ich verstehe. Entschuldigung, ja, da bin ich auch der Meinung. Blattort sollte mehr Bedeutung haben. Da sollten wir alle für uns selber entscheiden, ja? Jeder sollte mal wirklich mal, oder die meisten können das bestätigen, dass man Leute reinholt, rausholt, wie nach Lust und wir lassen uns auf die Eier oder besser auf die Nase umtanzen. Und da sollten wir mal gegen kämpfen. Als Tafelrunde. Ja, bitte, klar. Ich finde, da muss ich aber ein bisschen Props an Cousins geben. Ich habe da einiges gehört. Wenn die einen Bloodout haben, dann ist das wie eine Hinrichtung bei denen. Und ich sage ehrlich, das ist wie geben und nehmen. Jeder geht irgendwo hin. Das stimmt, was er sagt. Die Geschäftsmänner helfen mir da. Wenn Leute bei mir aus der Reihe tanzen und wirklich übertreiben, dann gehe ich damit zu den Geschäftsmännern und sage, dieser Typ hier für nicht zu gebrauchen, Tetrapack, können wir den umbringen. See, auch darüber werden wir uns Gedanken machen, aber versteht mich nicht falsch, ihr Köpfe, ihr seid die Ersten, die 100%. Kommen und dumm heulen und 100%. Sagen, ey, können wir da ein Auge zudrücken oder sonst was. Ja, darum sage ich, vielleicht fangen wir an, dass wir selber für uns entscheiden, aber dass wir einmal nur kurz uns erinnern, wie das bei uns war, wo wir noch bei einer Familie waren, also ich bei meiner Anfangszeit bei den Cousins. Ein Blattort war wirklich ein Blattort und dann durfte man nicht einmal rein, wenn man raus ist. Dann ist man tot, weg. Man existiert nicht mehr für die Familie. Ich bin sogar dafür. Blattout ist Blattout. Partner, mit meinem Partner auf der Ganz Rechte. Kurz. Wir werden das was heißt Blattout ist Blattout? Vor allem von Carly, ne? Ganz kurz, Geschäftsmann, kann ich was zu dem Thema sagen? Warte, was heißt Blattout ist Blattout? Blattout sollte ein Blattout sein. Das bedeutet nie wieder dann die Familie. Nicht nie wieder, machen wir halbes Jahr. Ja, gar keine. Das Thema hatten wir doch schon mal. Aber da waren die Geschäftsmänner nicht da, versteht ihr das? Übertreibt mal jetzt alle hier nicht, was ist los mit euch? Ja, was willst du denn machen, Sheriff? Wie willst du das denn sonst sein, der Hermano? Dieses Thema hatten wir schon mal. Aber da waren die Geschäftsmänner nicht da, Hermano. Da waren die Geschäftsmänner nicht da. Versteht ihr das nicht? Ihr könnt nicht immer sagen, diese Themen hatten wir mir da. Also ich als Zwölfer sag, wer aus meiner Familie rausgeht, tot. Nur tot. Aber nicht wieder halbes Jahr, das bringt gar nichts. Ja, lass einfach so drei Tage machen. Drei Tage ist auch gut. Tötet die Schweine. Können wir mal uns rausreden lassen hier oder was? Jetzt ist Lil Mafia, komm in die Mitte. Ich bin der Meinung, man kann die Zeit von früher nicht mit heute vergleichen. Ja? Das Leben hier ist viel schnelllebiger geworden. Und zu sagen, Blattort ist Blattort, haben wir doch bei Carly gesehen, dass es eigentlich das beste Beispiel dafür ist, dass man das nicht einhalten kann. Deswegen würde ich die Geschäftsmänner darum bitten, sich wirklich nochmal Gedanken über das ganze Thema zu machen. Was ist denn dein Vorschlag? Darf ich was fragen? Warte, was ist dein Vorschlag? Ich will Ihnen eine Frage stellen. Darf ich das bitte? Fordal, komm auch in die Mitte. Sie ist Carly, weil viele wissen nicht, was du meinst mit sie bei Carly. Ich kenne mich also gucken, ich was weiß, bei Carly passiert dass, also ich weiß auf jeden Fall, dass es schon immer war, Blattout ist Blattout und man darf nicht mehr zurück und dann also ich auf einmal ich erzähle euch eine Geschichte über meine Situation. Ich habe für meine Person sehr gut gekämpft. Eine Person hat eine Fehlentscheidung gemacht, ja? Die Person hat am Ende mich aber trotzdem verraten. Obwohl ich ihn zwei, dreimal vergeben habe. Obwohl ich sogar Platz gemacht habe für andere Läufe, ihn.
obwohl es Leute es mehr verdient hatten in dem Moment. Ich will euch nur selber diese Kopfschmerzen bewahren. Überlegt euch einfach nur ein bisschen, ob ihr wirklich den Leuten so vertrauen könnt. Ich möchte auch nicht, dass ihr dass ihr misstrauisch wird. Nein. Aber glaubt mir, wir sollten uns wirklich überlegen, für wen wir uns wirklich 100% einsetzen, für wen nicht. Das ist nur für uns. Und ich rede, vor mir sind nur Leader und Zwölfer. Leute, die nur das Beste für seine Familie wollen. Du meinst Leader und die Köpfe der Familie. Ja, gerade ein bisschen, das Thema macht mich ein bisschen sauer, darum. Also wirklich, tut euch die Kopfschmerzen nicht an. Okay, ihr einfach nur wirklich, ich will euch einsetzen für nicht. Mehr auch nicht. Mehr auch wirklich auch nicht. Okay, ich gucke mir das an und wir versuchen ein... Ihr wolltet das sowieso unter euch machen, oder? Das Problem ist, Ali, wenn ich was dazu sagen kann... ein bisschen strenger werdet. Schau mal, Ali, das Problem ist, was ich dazu sagen kann, das wird genauso lange bleiben, bis ein Tarek wieder rein und raus möchte und dann auf einmal wird alles über Bord geworfen, ja? Und deswegen finde ich, das sollte man einfach so lassen, wie es bis jetzt ist. Ja, wir sind alle zufrieden. Aber wenn wir jetzt wieder warten, bis Kali sagt, okay, den und den möchte ich wieder haben, der raus ist, und dann ändern wir alles wieder, dann werden sich die Leute verarscht fühlen, die in den 2 Monaten vielleicht gelitten haben. Okay, wenn du diesen Spruch durchgehen lässt, Romano, dann schieße ich hier alle tot. Verstehst du mich, Geschäftsmann? Warum? Ich schieße euch hier einen in die Fresse, wenn du diesen Spruch durchgehen lässt. Entweder verbannst du ihn jetzt von dieser Tafelrunde, er soll sich verpissen von ihr, Mirda. Hast du mich verstanden, Romano? Soll ich dir mal zeigen, was ich ändern dann, du kleiner Köter? Ha? Soll ich dir mal zeigen, wer ich bin, du kleiner Köter, der du bist, Romano? Soll ich dir zeigen, Romano? Ha? Du kleiner Köter, Mirda. Kleiner Köter. Warte ab, was ich mit dir mache, Mirda. Warte ab, was ich mit dir mache. Der gefällt mir irgendwie. Der ist gefährlich. Der ist gut, oder? Dai, der ist gut. Lass dich nicht provozieren, er will das. Er will das, genau. Ich kann nicht mehr. Mafia, aber was soll das? Warte. Gut, also ich will einmal was sagen zu diesem Thema. Grundsätzlich hat Lil Mirda recht. Wir haben das zugelassen. Kali und jede andere Familie auch. Wir haben zugelassen, dass die Leute zu uns kommen und sagen, ja, ich war dumm, dass ich gegangen bin, ich will gerne wieder rein. Wir sind weich geworden und haben sie genommen. Vielleicht auch nicht nur weich, vielleicht haben wir auch an uns gedacht. Vielleicht haben wir gedacht, ja, Mirda, endlich, er will wieder zu mir, er ist ein guter Schütze, ich brauche ihn. Das heißt, wir haben uns gegenseitig ausgenutzt. Machen wir uns nichts vor. Wir, sie und sie uns. Bueno. Also wann hört das auf? Wir müssen eine Mitte finden. Ich sage nicht, dass das nicht so war. Aber ich sage jetzt nochmal, jetzt sind die Geschäftsmänner da. Und jetzt, wenn wir die Möglichkeit haben, dass ihr uns unter die Arme greift, mit eurem Zwang, mit eurem Druck, mit eurer Erziehung, dann könnte es klappen. Das heißt, haltet die Fresse, wenn ihr sagt, wir haben das schon alles besprochen. Mierda bueno. Also, soweit ich weiß, hatten wir das schon mal so, dass es 6 Monate, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr war. Aber dann ist es ja... Oder drei... Nein, 6 Monate. Anfangs war es 6... Sogar am Anfang war gar nicht. Einmal rein, nicht mehr wieder zurück. Und dann haben gewisse Leute dafür gesorgt, dass es geändert wird. Und deswegen sage ich, es bringt nichts, das jetzt hier zu ändern, weil man es dann später, sobald man es wieder braucht, so zurecht machen wird, wie es ist. Und deswegen finde ich, ist es unfair den anderen gegenüber, weil wir werden es auch sicherlich brauchen und da wird man sich ändern. Und ich bin mir sicher, wenn es dann bei gewissen Leuten trifft, ich versuche jetzt keinen Namen zu nennen, die werden es dann so ändern, dass es für die passend ist. Deswegen einfach lassen. Ja, das sind Baustellen, die wir noch gar nicht anfassen müssen. Man muss erstmal beim Fundament anfangen. Ich werde die so auseinander nehmen, Chat, die haben keine Ahnung. Hier oben an der Spitze zu meißeln. 3 Monate sind recht. Doch völlig in Ordnung, oder nicht? Er hat schon recht. Aber ja, eine Frage. Ist in Ordnung, genau, finde ich auch. Tafel, darf ich kurz nach vorne? Ja, Senior Beißer. So. Richie? Sehr leise, Richie. Hallo. Pinguin. So. Ja, warum wird Pinguin gelöscht? Geht es darum, dass die Leute 6 Monate nicht zurück in die Familie gehen dürfen, von denen die geblattoutet wurden? Oder geht es darum, dass sie danach nirgendwo hin können. Weil gute Frage. Also ich weiß gar nicht, warum man sich darüber aufregt. Ein Hurensohn, den ich aus meiner Familie rauswerfe, den will ich bei mir gar nicht mehr haben. Ja, der kann mir einen blasen. Nein, das ist nur eine Metapher. Das ist ja keine gemein. Aber ich sag, das ist nur eine Metapher. Ich habe niemanden angesprochen. So, wenn die Mutter genau. So wäre. Das Problem ist, Richie, nicht jeder denkt wie du. Nein, pass auf, das interessiert mich gar nicht. Also wenn ein Bastard einmal von mir gehen will, soll er gehen. Das ist nicht das Problem. Ich finde es viel besser, eine Regel hier für die Leute, die ich aus meiner Familie werfe. Das wäre mal geil, dass sie 6 Monate keine andere können. Oder 3 Monate oder 1 Monat. Das wäre viel interessanter, als die Scheiße, dass sie zu mir zurückkommen. Diese Penner will ich sowieso nicht mehr haben. Aber was passiert hier in der Stadt? Die Leute gehen aus deiner Familie, stehen 3 Wochen später in der anderen und schießen auf dich. Was vor 2 Wochen haben sie drei vor Tagen. Diesen, ja, 3 Tage später stehen die vor deinem Anwesen. Das ist doch viel interessanter. Weißt du, was die da machen? Die gehen raus aus der Familie.
Wir gehen raus aus der Familie, Richie, bleiben 6 Tage lang in einer anderen Straße, schießen den ganzen Tag und kommen am 7. Tag wieder her, mir dann ja, können direkt in die Familie. Genau, deswegen, wenn es einen Monat ist, dann sieht das anders aus. Wenn eine neue Familie aufmacht, dann können wir da direkt. Ich will nur ganz kurz was ansprechen. Egal welche Familie in der letzten Zeit hier aufmacht, es kommt eine neue Familie, hallo, im besten Fall aus 3 Buchstaben, irgendwie irgendwas zusammengewürfelt, wir sind die neuen irgendwas, kein Problem. Dann steht da eine Familie vor mir, wo ich genau bei jedem weiß, der war da, der war ja, da. Ja, ja, Kuscher, natürlich. Das sind All-Star-Teams, die sich hier gründen. Ich sehe in den neuen Familien nur noch zusammengewürfelte, gescheiterte Existenzen aus anderen Familien, die da rausgeflogen 100%. Sind. Und dann machen die eine neue Familie, ziehen sich irgendein T-Shirt an, wieder für 3 Wochen. Und dann stehen die da, ja, wir würden uns gerne vorstellen. Ja, super. Was passiert mit den Leuten, nachdem die ein Blatt dort kriegen? Das ist die Frage und nicht, was sie, dass sie zu 100%. Und das ist sehr schade, dass wir es bestätigen müssen, Richie. Sehr schade. Du hast vollkommen recht. Also grundsätzlich hat Richie recht, aber die Zeitspanne muss angemessen sein, weil ihr damit auch vielen Leuten die Möglichkeit nimmt, zum Beispiel Sicarius oder Informanten zu platzieren. Das stimmt auch. Sicarius und Informanten können wir entblasen. Die interessieren mich auch nicht. Ich habe einen besseren Vorschlag. Ich sage, es sollte keine Sperre sein, wenn man einmal die Familie wechselt und woanders hin möchte. Ich sage, man sollte darauf achten, wie oft jemand die Familie wechselt. Wie oft er rein und wieder raus und wieder in eine andere und dann wieder in eine andere. Das ist viel gefährlicher. Aber wann willst sagen, du das sagen? Sagen Sie, perfektes Beispiel, Albert, Mr. Bickel. Ich finde, man sollte bei, einmal bei eine Familie verlassen Albert. Nein, nee, Afrem, Afrem. Ich finde, die Leute, die geblattet werden, müssen eine Strafe dafür bekommen und müssen eine gewisse Zeit komplett vom Crime-Leben ausgeschlossen werden. Das ist der einzige richtige Weg, dass diese Leute anfangen, sich in der Reihe zu halten, ja, dass die Leute sich benehmen. Kannst. Ja, genau, genau. Ja, das ist genau. Das Ding. Deswegen denkst du so. Ja, ganz genau. Ich habe Südkorea. Ich habe einen Vorschlag für euch. Disziplin rausholen. Wie Südkorea, Bruder. Diese ganzen Schwänze, die morgens in einer Familie und abends in der anderen sind. Ich würde sagen, also wie eventuell, dass ich, wenn ich jemanden raushole und ich sage, ey, Tafelrunde, ich habe am Freitag die Person geblattoutet. Und das ist meine Erfahrung zu der Person. Ich bin sehr enttäuscht. Und wer die aufnimmt, ist auch einerseits selber schuld. Interessiert keinen hier, Bruder. Was das du interessiert niemanden. Interessiert kein Mensch. Ich sage euch, wenn wir wirklich sowas machen wollen, dann einfach, dass man für diese Personen bezahlen muss. Ganz einfach. Man sagt, die haben theoretisch eine 4-Wochen-Sperre. Willst du sie nach einer Woche haben, musst du 600.000 zahlen. Willst du sie nach 2 Wochen zahlen, musst du 400.000 zahlen. Einfach ablöse. Dann sind die wirklich so viel wert. Bitte, bitte. Darf ich aber ausreden? Danke. Ja, komm nach vorne, komm nach vorne. Ja, sehr schön, dass sie einfach dazwischen geredet haben. Kommen Sie nach vorne, komm nach vorne. Alles gut, ich hab schon fertig. Meine Idee ist schon fertig. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich das hört sich gar nicht so scheiße an, sage ich ehrlich. Das hört sich echt nicht schlecht an und ich würde sagen, dass man bei den Leuten auch sowas wie ein Narbensystem hinzufügt. Wenn man einmal aus einer Familie geflogen ist, hat ein Mensch eine Narbe. Pro Narbe 1 Monat länger warten. Fliegt man aus 3 Familien, muss man das nicht das mal 1 Monat warten. Genau nein, sowas meine ich. Nein. Schau mal, ich hatte doch, auch 3 Ex-Freunde. Man sollte hinterlegt sein, Romanus, wie oft man raus ist aus einer Familie. 100%. Es gibt Leute, die hoppen in einem halben Jahr in 6, 7 Familien. Dafür ist doch die Ablösesumme. Da ist die Ablösesumme da. Ja, für jede Woche früher muss man 200.000 mehr bezahlen. Aber dann leidet doch die Familie, in die man geht, weil sie eine Ablösesumme zahlt. Müssen aber nicht sie nicht, die können auf die 4 Wochen warten. Die können auf die 4 Wochen warten, fertig. Es geht nur um Zeitverkürzung. Dann haben sie aber Richie nicht verstanden. Weil es ging um eine Bestrafung für diejenigen, die... Ist doch eine Bestrafung. Aber eine Bestrafung. Beide werden bestrafen. Der eine muss das Geld besorgen. Ja, aber jetzt hör zu. Trotzdem sollte die Summe wesentlich höher steigen, wenn das jemand ist, der öfter aus seiner Familie rausgeht. Doch, natürlich. Man kann 3, 4 Mal einen Scheißgriff hatten. 3, 4 Mal? Larry bei dir... Zum Beispiel. Ja, okay. Wer ist Larry mir da? Larry war einmal bei mir und danach 2-mal Islam. Weiter? Ja, richtig. Bueno. Und dann, was ist mit, wie oft war er bei OG? Wie oft war er bei Grace mir da? Wie oft war er bei Rivera? Mr. Bitcoin. Alles dieselbe Scheiße. Aber Mr. Bitcoin, das ist doch ein großes Problem. Was uns hier seit einem Jahr Probleme macht, ist die Leute, die von Familie zu Familie zu Familie zu Familie. Aber ich sag euch doch gerade, dass das Problem ist. Ich genau, sage nicht, einer, der sich mal entscheidet, die Familie zu wechseln, der ist nicht das Problem. Nein. Derjenige, der aber wie ein Virus in eine Familie reingeht, 3 Leute mit rauszieht, sich in eine andere verpisst, dann wieder von dort andere danke, 2 Leute danke, rauszieht, wieder danke, anders danke, verpisst. Mir, das sind die Plagen, das sind die Virusleute. Die wollen wir nicht. Ja, diese Personen die Strafen bezahlen und keine Familie. Genau. Ich finde Personen. Sogar, sorry Breitenberg, ich finde sogar, wir sollten solche Leute in der Tafelrunde nennen, dass mir die komplett sperren lassen von jeder Familie. Albert, ja, aber Albert, das wird auch nie auf. Ich sag dir ehrlich, wenn du mir Mason auf den Markt bringst, würdest du mich nicht interessieren, ob er in 6 oder 7 Familien war. Dann den nehme ich, weil ich den Vorteil haben will. Weil im Krieg sagst du auch nicht, ich passe auf dich auf, sondern da fixst du mich und da will ich mich wehren. Ganz einfach. Deswegen sage ich, diese Ablösesumme einfach einführen und dann nur nicht er muss das bezahlen, sondern die Familie, weil
Er sagt, er will zu der Familie, die Familie kennt seine Vorgeschichte und nimmt ihn trotzdem auf. Das heißt, entweder die sagen, besorg das Geld, wir zahlen das für dich, oder die machen Hälfte-Hälfte, wie Transfermarkt. Ich erkläre eine Sache, eine Sekunde bitte. Ich erkläre seine Sache. Stell dir vor, ich habe eine Person, einen Namen. Diese Person hat versucht, 5 Leute von mir mit wegzunehmen, in Wallace hinzugehen. Natürlich will ich, dass diese Person nicht zu einer anderen Familie geht, derselbe macht. Weil solche Personen bringen Probleme. Oder wenn die Person stark ist, ich nehme sie. Sag dir ehrlich. Aber wieso denkst du an die anderen Familien? Aber ich sag euch ehrlich. Wie, warum denke ich das? Weil ich nicht will, dass sowas zerstört wird bei uns. Ja. Wir sind eine Tafel und eine Stadt. Natürlich haben wir unsere geschäftliche Probleme oder wenn wir irgendwas kämpfen, okay. Aber am Ende des Tages kannst du sowas hier nicht erlauben lassen. Weil die verderben uns am Ende des Tages. Solche Leute verderben eine Familie. Machen was kaputt in der Familie. Wegen einer Person kann eine Familie kaputt gehen. Ihr versteht das, glaube ich, nicht. Wegen einer Person. Aber ich sage euch ehrlich, wenn die schon Ablöse zahlen, dann sollen die wenigstens nicht die Familie zahlen, sondern die Person. Die Person muss das halt die ganze Zeit irgendwie wie ein Wanderpokal über herumgeht. Richtig. Und das muss dann aber auch an den Geschäftsmann gehen. So, dass die Familie, die wo den aufnimmt, nicht das Plus dahinter sieht. Ja, Bruder, ich gebe mir 500.000. Ich gebe mir das Sache hier. Nein, also, das wollte ich auch. Das macht keinen Sinn. Das ist alles einfach, ist, Jungs. Und was ist, wenn die Leute eine bestimmte Zeit hier schau auch mal, einfach warum ist das? Nein, mach doch nicht kompliziert. Sag doch einfach die Summe. Und wenn die Familie sagt, ey, die bezahlen das, dann ist die Person das wert und dann hat die Familie Pech. Warum muss man es denn unbedingt schwer machen, schon 500.000 zu geben? Aber dann muss es mehr sein. Ab 1 Million geht's los oder so. Ja, boah, man muss schon fair sein. Man sagt, für eine Woche 1 Million, für 3 Wochen 800.000, das ist in Ordnung. Dass man so von mir aus. Aber dann man muss ein bisschen chillen. So. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu viel ist. Aber das hört sich doch realistisch an, was man sagt. Das ist doch, dann ist wenigstens bestraft worden. Man kann ein bisschen aufhalten den ganzen Tag. Genau, und man würde auch rein theoretisch auch dafür sorgen, dass die Familien mehr Gas geben, Geld machen. So werden die Routen mehr bewirtschaftet. So ist die Stadt auch mehr Geld am Bewegen. Auch eigentlich nicht schlecht, aber naja, ich weiß nicht so ganz. Ich finde einfach, es sollte darum gehen, dass Leute, wenn die Familie verlassen, eine Strafe bekommen. Ob es jetzt eine Fracksperre ist und die 3 oder 4 Wochen nirgendwo mal rein können, was ist eine, die dann mit Sie Optionen meinen, freigekauft werden. Aber es muss eine Bestrafung geben für die Leute, die sich in den Familien benehmen wie Penner, weil sie wissen, sie können ballern. Und wenn diese Pennerfamilie mich rauswirft, es warten 2 andere Pennerfamilien auf mich. Das ist hier sehr, 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 sehr aktiv in dieser Stadt. Diese Leute kommen in die Familien, die wissen, sie können ballern. Das sind arrogante kleine Pisser. Ja? Die reden mit dir, als wären die schon irgendwas, nur weil die knallen können. Und du hast schlechte Leute Erfahrungen sich, gemacht. Was, wer hat das gesagt? Nein, er hat schon am Ende recht. Wer sagt schlechte Erfahrungen gemacht? Wer war das? Schlechte Erfahrungen. Ich weiß nicht, wer geredet hat. Schlechte Erfahrung. Wer war das? Ich hatte 100. Wer ist denn ich, Hermano? Mach doch mal die Hände hoch. Ah, okay. Hast du eine andere Erfahrung gemacht? Also ich bin der Meinung, man sollte einfach die Jungs unter Kontrolle haben in seiner eigenen Familie. Wie lange, warte. Warte, frag doch erstmal, wie lange bist du hier, Hermano? Also ich bin schon länger hier, aber wir sind seit einem Tag sind wir offiziell. Und okay, bist du, warte. In der zweiten Tafelrunde, sag nochmal das Gleiche. Ich gebe dir mein Wort, ich bin mir sicher, Hermano, du wirst deine Gedanken und deine Meinung so ändern. Wir haben das alles schon versucht. Hier läuft das ganz anders, Hermano. Eine Sache, schau mal, du musst dir so vorstellen. Und da sage ich dir jetzt so, wie es ist. Wie viele Augen sind hier drauf gerichtet auf diese Stadt? Denkst du nicht, jeder will hier den Helden spielen? Jeder will den Coolen die spielen, Mirda? Jeder will in den Mittelpunkt, in ADHS, Mirda? Weißt du, wie schwer das ist? Das ist das Problem, Hermano. Und deswegen musst du diese Stadt hier anders bewerten als in allen anderen Städten, in der du warst. Vertrau mir. Die Leute wissen, wovon sie reden, die hier sind. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Aber ich verstehe deinen guten Willen. Trotzdem, wer seid ihr? An der Bestrafung der Leute. Und zwar, dass die Familie einfach diesen Punkt, das Geld bezahlt, weil sie denken, das ist erwerbt. Das ist aber am Ende keine Bestrafung. Das ist nur sowas wie ein Einkauf eines Spielers, wie beim Fußball. Eigentlich muss derjenige sowas wie ein, wir brauchen sowas wie ein Namenssystem für diejenigen, die oft gesprungen sind, damit sie auch länger aushalten müssen. Das ist viel zu kompliziert. In eine Familie zu gehen. Einfach warum? Geld bezahlen, fertig. Das regulieren? Warum? Geld bezahlen, warum? Fertig. Geld bezahlen, fertig. Geld bezahlen, warum denn? So wie beim Fußball, dann bezahle ich doch. Wenn ich jetzt 10 Millionen beiseite habe und ich nehme 10 Söldner auf und die kosten mich jeweils 1 Million, ich bezahle das doch gerne. Das machen dann die perfekt. Leute. Perfekt, dann sind 10 Millionen weg. Ja, aber diese 10 Millionen, die schaden doch in dem Moment nicht so immens, wie sie es glauben. Und das ist doch nicht die Bestrafung derjenigen, die von Familie zu Familie springen. Wir reden davon, von diejenigen zu bestrafen, die von Familie zu Familie springen. Und dann aber es sind die Familien, es sind nicht die Leute, es sind die Familien, die die Leute aufnehmen. Es ist die Mentalität von uns, die bestrafen.
werden muss, weil wir die Leute leiten. Nein, aber die Leute können nicht anders. Soll ich schau mal, warum? Wenn du, ja, wenn du, ist ihr zum Beispiel, Illin Mafia, jede Familie ist schwach. Ihr nehmt mit Herz diese Leute auf und zahlt Geld dafür, weil ihr euch nicht anders wählen könnt. 10 Millionen, genau, 10 Millionen. Diese Leute an, ihr seid auf diese Leute genau, angewiesen. 10 Millionen. Aber das bekämpft ja nicht den Ursprung des Problems. Der Ursprung des Problems ist ja die Mentalität der Schützen, der Söldner. Nein, und 0,0. Die können wir nicht ändern. Das sind die Familien, weil du sagst, wir sind da angewiesen. Okay, eine Frage. Also Sie oder Mahon, ihr würdet sagen, ich nehme die nicht auf, weil die zu teuer sind? Doch, natürlich, ich würde die aufnehmen, aber das bestraft mich doch. Ich müsste 10 Millionen investieren. Wie viele Kriege müsste ich, 350.000, um aber diese 10 Millionen wieder einzuspielen? Aber Sie müssen der Return on Investment aufnehmen. Ist doch... Aber hören Sie zu, Sie müssen doch diese Leute aufnehmen, weil ihr zu schwach seid. Ihr seid gezwungen, wir müssen es nicht, und das ist das, was du nicht verstehst. Wir müssen es nicht. Wir wollen es, um stärker zu sein, aber wir müssen es und nicht. Und Mafia, wichtig, wenn einer die aufnehmen will, Breitenberg, er braucht doch erstmal 4-5 Millionen. Was danke. Bedeutet das? Du danke. Musst mit deiner Scheißfamilie, die Leute kaufen will, musst du erstmal wieder arbeiten gehen. Danke. Beweg dich erstmal 3 Wochen, bevor du irgendwie 3, 4, 5 Millionen. Wie viel, von wie viel reden wir hier, ein Schütze? Ja, ab 1 Million aufwärts. Circa, sowas, ja. Das ist nur ein Beispiel. So, wer hat denn das? Wenn es ab 1 Million aufwärts ist, bin ich dabei. Dann hört sich das gut an. Das ist es. Ein hoher. Hat er doch die ganze Zeit gesagt. Mal zuhören, Breitenberg. Hm? Ich habe verstanden, maximal 1 Million. Pass auf, wie du mit meinem Lederschaft redest. Ab 1 Million, Breitenberg. Und dann nach oben, je nachdem. Das sollen die Leute dann ruhig verhandeln oder was weiß ich, wie das dann geregelt wird. Aber das tut uns alle dann wieder bewegen. Heißt, du brauchst Leute, du brauchst Geld, du musst auf die Routen, du musst dich bewegen, du musst was tun. Genau. Für uns alle. Wir haben jetzt eine Sache gehört, ich würde auch noch gerne einen ähnlichen Vorschlag bringen. Genug. Okay, ein ähnlicher Vorschlag, um diese Sache ein bisschen zu unterbinden. Wie wäre es mit Narben? Nicht diese Namen, die wir haben mit 5 weniger Leuten, das Scheiß interessiert niemanden. Für uns selber an sich. Wenn wir die Leute, die immer wieder zu uns kommen, wieder aufnehmen oder Leute aufnehmen, die vielen anderen Familien waren. Wir müssen eine Mitte zwischen dem, was Breitenberg gesagt hat und dem, was Lil Mafia gesagt hat, finden. Ich finde das, was Lil Mafia gesagt hat, klingt mir viel zu sehr nach Kaufen und Verkaufen von Schützen. Glaubt es mir, wenn wir das machen, werden die Schützen uns auseinandernehmen. Sie richtig. Wissen, wir bezahlen das Geld dafür. Sie wissen es. Ja, sie. Und das, was Breitenberg sagt, wir brauchen genau die Mitte davon. Wir müssen die Familien leiden lassen darunter, dass wenn sie so eine Penner Schützen nehmen wollen, müssen sie spüren, dass sie damit sich in Gefahr bringen. Nur wie machen wir das? Ja, man kann es ja ganz einfach machen, dass man die Preise nach dem Wohlstand der Familie bestimmt. Ja, die Geschäfte sind gar kein Fall. Nein, nein, das sowieso nicht. 100% nicht mehr. Nur weil du immer ein Penner bleibst. Die Familie zahlt $50 für einen. Ja, klar. Aber meine Frage ist bei der ganzen Geschichte, ist der Kopf der Familie oder der Rat von der Familie, der das Problem macht oder die Person, die von der Familie A zu B geht und wieder dann zu A geht? In allererster Linie der Kopf der Familie, die Leadership und seine Leute. Denn seine Leute überreden ihn immer wieder, diese alten Penner-Leute zu nehmen, die ihn sowieso wieder verraten werden. Ganz einfach. Also es sind alle schuld. Nur nicht der Schütze. Weißt du wieso? Weil er denkt sich, ich habe nicht so viel hin. Ich komme, ich frage. Ich tauche mal so auf. So komme ich mal zum Gespräch. Genau so. Bin bereit. Mit so kaputten Stimmbändern noch am besten. So taucht er auf mir. Er hat nichts zu verlieren. Und was machen wir? Wir zerbrechen uns den Kopf mit allen. Ja, nein, er wird uns nicht verraten. Er ist bestimmt ein Guter und er hat es wirklich bereut und er will wirklich wieder hierher. Und du machst die ganze Scheiße wieder von vorne, Mirda. Und dann taucht irgendwie so eine Penner-Familie wieder auf und dann zischen sie wieder alle ab. Tja. Und dann sagt mir Mirda, sind sie wirklich gekommen? Oder denken sie nur an sich? Wie ich schon immer gesagt habe. Sie denken alle nur an sich. Alle. Hat jemand noch einen Vorschlag? Weil ansonsten bringe ich einen. Ne, ich habe nur eine Frage. Ja, bitte. Was mit Karadeniz MC? Warum haben die die Chance nicht bekommen, obwohl ihr denen einen Auftrag gegeben habt? Die haben sie erfüllt, sie haben... Wer redet denn gerade? Ich, Sinaloa John. Flowey, danke schön. Vorne gehen? Punkt, den würde ich auch gerne wissen. Ja, das war auch meine Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich will kurz aussprechen, bitte. Danke. Ich habe das schon verstanden. Du kannst ja, aber zurückgehen, weil das mit dieser Stadt nichts zu tun hat. Geh zurück. Warum? Die haben doch einen Auftrag von ihnen bekommen. Es gibt interne Sachen, die dich nicht angehen. Geh zurück. Scott. Wer ist Kara Dennis? Die Leute, die sich hier vorgestellt haben. Also nur, dass ich es gehört habe, Kara Dennis, da waren viele Leute aus meiner alten Familie, Bruderschaft dabei. Auch viele gute Leute, die sich hier bemüht haben, schon das dritte Mal, die in dreimal schon die den Anlauf gewagt haben. 2,5 Stunden warten lassen und dann auch aber noch mehrere. Aber es wird doch gerade gesagt, Kario. Interne Infos, die ihr nicht habt, über was diskutiert ihr denn? 100%. Also ich sag euch eine Sache, Hermanus. Schaut mal. Ihr habt akzeptiert, dass die Geschäftsmänner hierher kommen und über euren scheiß Arsch richten. Ja oder nein? Was interessiert euch das denn, Mirda, ob sie die am Ende zum Teufel gejagt haben oder nicht, Mirda? Was diskutieren wir hier mit denen? Gründe haben.
Die Leute kümmern sich eher um andere Familien, anstatt um sich selber, ne? Da. Interessant. Hat der, du hast, wer war das von den Geschäftsmännern? Du hast wirklich recht. Dir. Ja, mit der schönen Stimme. Na, ich kümmere mich um meine Familie, aber auch um Leute, die sich hier mehr geben. Dann sei ruhig und kümmere dich auch um deine Familie. Mach ich schon. Okay, gibt es noch andere Punkte? Irgendein Vorschlag? Weil, so wie ich mir das anhöre, am besten wir machen die Routen dicht, ich übernehme alle und wir machen einen Transfermarkt und verkaufen Mbappé und so weiter. Im Grunde genommen habt ihr recht in einem Punkt, aber das ist zu übertrieben, Transfermarkt. Und ja, das ist nur eine Idee, Ali. Eine Strafe für die Leute, die aus der Familie rausgehen. Überlegt euch da was. Wir machen das und nächste Tafelrunde bekommt ihr Bescheid. Ich habe eine letzte Idee. Wenn man jemanden blattoutet, 30% Gefahr, dass der Typ, ihr wisst schon, was ich meine, hingerichtet wird. Wird kann euch was Wichtiges verpassen? Nein. Das ist stark. Nein, wieso lacht ihr? Das hört sich sogar richtig gut an. Das ist Quatsch. Wieso ist es Quatsch? Weil die Leute keine Angst haben, verstehst du mich? Sobald es ein Kali trifft, ist dann anders, Bro. Sobald es ein Kali trifft, okay. Das ist doch nicht böse gemeint, Bro. Chill doch, das ist doch böse gemeint. Lass dich nicht provozieren. Guck mal. Ali, was sagen? Ja, oh, scheiße. Aber bei uns, Richie weiß selber, wir kommen aus einer Stadt, wo wir die Kugel verpasst haben. Ey, was soll das denn? Was soll das? Was soll das? Alles gut, ich töte ihn nicht. Alles gut, alles gut. Halt deine Fresse. Kleiner Dog, was du bist, kleiner Dog. Halt deine Fresse. Ja, schieß mal auf mich. Was soll denn das? Was soll das hier? Hey, was macht er da? Ich möchte nicht mitkommen. Hallo? Warum Hilfe! Warum nimmt er mit? Oh mein Gott. Warum nimmt er mit? Hä, was? Warum macht niemand was gegen ihn? Deine Fresse. Hallo? Wird er jetzt nicht eingesperrt eventuell? Hört ihr mich? Ja. Wie viele sind wir? Okay, hört mal zu. Wo seid ihr gerade? Okay, easy. Wo seid ihr gerade? Holla, holla, holla! Anwesend. Ihr geht jetzt Young & Reckless auseinandernehmen. Ihr nehmt die mit, ihr fesselt die alle und ihr lässt die 2 Stunden im Keller. Habt ihr mich verstanden? Ja. Ihr lässt die im Keller, bis ich wieder da bin. Adios. Ich bin schon im Heli, ne Jungs? Also, hola. Ich bin doch schon längst da. Hey, Bitcoin, ich bin's weg hier. Er hat mich einfach mitgetragen und gefesselt. Der Jim Street. Bist du Bitcoin, was ist das Problem? Jim Street. Wieso? Ja. Ich könnte euch schon mal da hinten hinschauen. Ja, so, ich rede gleich mit denen, ich rufe dich an wieder. Einfach weg von der Tafel. Adios. Oh, schade, dass da nicht steht, Mirda, man darf niemanden wegtragen von der Tafel, oder sie? Ja, Mr. Bitcoin, gibt es irgendwelche Probleme mit Young Reckless? Ja, mir gefällt das nicht, dass Sätze hier gesagt werden, die hier nicht hingehören. Welche? Scheiß drauf. Keine Ahnung, was ihr macht, mir da, aber zuhören tut ihr nicht. Ihr tut so, als ob euch die Stadt wichtig ist, Hermanos, und lässt eine Scheiße jedes Mal durchgehen. Das ist ihre Meinung. Nein, das ist nicht meine Meinung. Ja, das sagen sie doch gerade. Dass wenn man aus einer Familie fliegt bei Null ist und dass man erst ab Visum 10 oder 20 sorry, in der Familie sorry, kann. Sorry. Ich wollte gerade vorschlagen, aber wurde abgelehnt. Hätte ich so an die Leine in dem Leben, Mafia. Also ich sag schon mal ansprechen. Das wurde nicht das abgelehnt, deswegen ich mache mir jetzt Gedanken, hat jemand noch einen Punkt, damit wir ja Brainstorming machen. Am Ende gucken wir, was wir daraus machen. Ich habe einen Punkt. Faddal, komm, sag. Am Anfang der Tafelrunde meintet ihr, wenn jemand erschossen wird, wird er den Rest der Tafelrunde im Käfig verbringen. Mr. Bitcoin hat sich die ganze Tafelrunde derart daneben benommen, dass sein Verhalten eigentlich ihn von dieser Tafelrunde ausschließen hätte müssen. Sie, Dankeschön. Dies habt ihr nicht getan. Hätte ich die gleichen Sachen gemacht, diese gleichen Ereignisse, hätte man mich ausgeschlossen oder erschossen. Ja, weil du ein Niemand bist. Was jetzt? Was jetzt? Weil du ein Niemand bist. Was ich am Anfang gesagt habe. Nein, wiederhol mal. Alles gut, was alles gut. Was ist los, Mogli? Sag schnell. Alles gut, nein, alles gut. Okay, schieß die tot, ist mir scheißegal. Lauf da rein, schieß die tot. Leute wegzutragen, Leute zu fesseln. Reihe und Oskut, ja, Mann, ja. Geht zurück. Alles klar. Oskut? Okay. Du, ich habe mal eine Frage. Ich habe ein persönliches Problem mit mir. Alles klar. Ich habe mal eine Frage. Alles gut. Du hast mein erstes und zweites Mal nicht verstanden. Und auch für alle Familien hier. Ich sage euch das, ihr habt das vielleicht erlebt oder nicht erlebt. Base Ride, das ist eine Ehre, nur einmal oder zweimal am Tag das zu machen. Aber wenn ich jemanden schicke, der dich ficken soll, dann kommt er 100 Mal rein. Damit du lernst, deinen Platz, dass du Respekt vor dir hast. Gibt keine Narbe, Chat. Wir haben einen Auftrag von Al-Safi, ich kann das machen. Woche und 2 Wochen. Versteht ihr das nicht? Wochen. Da gibt es keine Gnade mehr. Hören wir ganz kurz zum Thema. Ich hab was. Oder eher gesagt, eine Frage.
Es geht ja um die Leute, die von Familie zu Familie gehen, oder? Dass das eingegrenzt sein soll und dass jeder wertschätzen soll, welche Familie es ist, richtig? Mhm. Und die Vorschläge waren ja alles irgendwie, die zu bestrafen. Aber checkt ihr nicht, dass es an uns liegt? An den Zwölfern? Das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Überhaupt. Ja. Doch, Richie, 100%. Du willst mir sagen, dass... Warte mal. Ihr wollt mir sagen, das liegt nicht an uns? Bitte, nein, Bitcoin. Ihr wollt mir sagen, wir haben nichts falsch gemacht? Lass mich einmal kurz. Nein, das wissen wir doch. Ricardo, komm nach vorne, du redest jetzt. Schaut mal. Ich habe schon von Familien gehört, mit denen ich Kriege geführt habe, die gesagt haben, ich hau 10 Leute raus und hole 10 Schützen. Dann komme ich nochmal an dich rein. Solche Sätze. Wieso denke ich jetzt an Mahon? Warte mal, nein, das ist nicht Mahon. Ist ja nicht egal, wer. Aber zu viele Familien denken so, zu viele Köpfe denken so. Und diese Leute, die dann denken, okay, die sie ihren Arsch aufgerissen haben für die Familie, die da waren, aktiv waren und gemacht haben, die aber Kacke im Schießen sind, was mit denen? Die sollen bestraft werden? Die sich denken, okay, ich werde sowieso geblatthaut und ich kann nicht schießen. Was soll ich hier? Dann hole ich mir lieber ein Blatthaut und mache irgendwo anders weiter. Weil der andere Familie würde mich wertschätzen, wenn ich auf der Route 3-4 Stunden stehe und für die Farm. Das ist das Problem, Richie. Aber 100%. Du gehst jetzt davon aus, dass man schwache Leute, die jetzt keine Schützen sind, die jetzt keine Möglichkeit haben, direkt zur nächsten Familie zu hüpfen, um die Leute geht es jetzt. Die meinst du? Das nein, es geht darum, dass die Zwölfer solche Sätze raushauen. Bruder, ich bin seit Hoffenheim hier immer. Ich habe nie zugemacht, außer wir und Kali und OGs hatten eine kurze Pause, waren alle hier aufgelöst, weg, kamen wieder, sind abgehauen. Also wir stehen die ganze Zeit, warte, ich will noch was sagen. Von Anfang an war hier in dieser Stadt entweder mithalten oder du wirst gefressen. Danke. Wochenlang, monatelang, gebe ich dir recht. Jahrelang. Gebe ich dir recht. Und hast du nicht mitgemacht, warst du ein Hund an der Wand. Egal. Danke. 100%. Gebe ich dir recht. Deswegen stimmen wir heute. Du kannst nicht sagen Zwölfer, weil das Niveau ist sehr schnell hier in dieser Stadt sehr hoch gestiegen. Und wenn du nicht mitgehalten hast, du bist hier untergegangen. Und deswegen war man gezwungen als Zwölfer. Und das stimmt auch. Der sich bis zuletzt, und in Hoffenheim, ihr wisst es, ich war am Ende Elite, ich habe mich bis zum Ende Hoffenheim, habe ich mich aus Kriegen und Schießereien rausgehalten. Ich habe den Hoffenheim, einen Konflikt, Mann, mit den Vagos ganz am Anfang, ich habe in ganz Hoffenheim vielleicht 2-mal an der Wand gestanden, okay? Damit ihr das mal versteht, ich habe mich gewehrt bis zum letzten Tag. Dann bin ich hier in diese Stadt gekommen und da war der Wind komplett anderes. Und wenn ich hier so weitergemacht hätte, wie damals, dann wäre ich am Würfelpark mit 5 Mann und müsste meine Fresse halten und könnte nichts machen. Man musste mithalten. Jede Familie hat aufgerüstet, jeder hat mitgemacht, jeder hat getan. Wir haben diese Szene entwickelt von diesen Gambo-Kids, die jetzt von Familie zu Familie springen. Die sonst was von sich denken, oder? Wir haben das getan. Ja, wir haben 100%. Wir sind dran. Gib ich dir 100%. Recht. Und weil wir hier nur Vorschläge hatten, zumindest das, was ich gehört habe, ich war nicht von Anfang an dabei, wie wir die bestrafen können, was wir dagegen tun können, habe ich vielleicht gedacht, ey, was, wenn wir auch was tun können. Lass die bestrafen, kein Problem. Natürlich, aber lass auch an uns selber. Ricardo, mein Bruder, ich finde, man sollte differenzieren zwischen, gib jemand ein Blood-Out, weil er vielleicht einfach nicht in die Familie passt oder weil irgendwas ist. Oder ich mache das inzwischen sehr oft, ich Blood-Oute auch nicht jeden. Wenn ich mit einem cool bin, wenn alles okay ist, der kann auch so meine Familie verlassen. Wenn genau, das ist nicht das Problem. Ich habe damit kein Problem. Es geht um Leute, wo ich ganz genau weiß, ich habe die nur geholt, um mich irgendwie hier aufzubauen. Jetzt hat er keinen Bock mehr oder bei uns läuft es nicht so, wie es will. Und der Schütze mit seinen 3 Homies, die bei mir in der Familie chillen, wollen jetzt zu MOB, weil da sind auch gute Jungs drin, die wollen jetzt da knallen. Mhm. Um diese Leute geht es. Es geht nicht um das die Leute, nicht. Die genau. viel für die und Familie das ist das, machen. Und diese Leute und diese Leute. Als ich das damals durchgezogen habe, standen wir nur noch an der Wand. Weißt verlieren. Du noch? Deswegen hört er eher auf die, als auf seine eigenen Eiern. Die Masse genau. in der Familie regiert den Kopf statt andersrum. Ja, richtig. Das ist das. Und diese Familien müssen sich ändern, Matto. Dieser Kopf muss sich ändern. Entweder er herrscht über die Familie und nicht andersrum, oder er hat ihn nichts verloren. 70% der Familien jetzt hier zumachen. Ja, soll ich dir sagen, warum? Ich sag dir wieso, Hermano. Kali hat das gemacht vor ein paar Monaten. Ich habe das gemacht. Ich hatte bei mir Michaels und Johns. Ich hatte so viele Leute bei mir. Ich habe mir andere Prioritäten gesetzt. Ich werde nicht mehr nur noch auf Schützen achten. Ich schwöre es euch, Hermanos, 3 Monate habe ich nur Scheiße gefressen, stand nur an der Wand. Denkt ihr deswegen Spaß? Du gehst und sagst, ich bin Mr. Bitcoin-Mierder, Kajate, und dann kommt irgendeine kleine Pissfamilie und schießt dich tot. Natürlich. Diese Sache, die wir hier besprechen, funktioniert nur, wenn alle mitziehen. Zieht deine Familie nicht mit, können wir das schon vergessen. Dann ist das Gleichgewicht nicht mehr da. Wir können aber auch nicht zu dieser Zeit zurück, Hermano. Es ist nun mal so, dass die Leute immer besser und besser werden an dem, was sie tun. Deswegen müssen wir eine Lösung finden, mit diesen Leuten zu leben. Es geht nicht anders. Aber es gibt nur eine Sache. Hier in dieser Stadt kriegt man gewisse Visumstufen. Wieso wird die nicht? Du musst eine bestimmte Visumstufe haben, um Familien beizutreten. Hatten wir, oder? Aber wir schon mal.
Wenn du rausgehst aus einer Familie, verlierst du sehr viel null. Von diesen Stufen. Auf null. Wahrscheinlich sogar auf null, weil du musst dir ein neues Leben aufbauen. Das haben wir schon alles umgesetzt. Das kommt jetzt. Okay. Eine ganz kurze Frage zu dem, was gesagt wurde. Das Problem ist nicht, dass wir... Das Problem ist nicht, dass wir alle besser werden oder sonstiges, sondern dass die Eskalationsstufen einfach viel zu schnell geht. Warum möchte eine Familie wie Young and Reckless auf einmal stark werden? Weil sie einen Gegner hat, Coin, der wegen einmal Tafelrunde sofort anfängt zu schießen. Und natürlich möchte man sich wehren. Das ist doch logisch. Wieso? Weil deine Männer jetzt gerade alle liegen in meinem Keller? Ich habe gerade ein Foto erhalten. Was denkst du, wer du bist, Romano, dass du mit mir so redest? Natürlich. Denkst du, wir sind hier gerade in einem Paralleluniversum, Romano? Du stehst gerade hier vor mir. Du redest gerade so mit mir, wie du willst. Also hast du auch dafür, mir da gerade zu stehen oder deine Familie dafür das, was du hier sagst. Weil wir auf irgendeiner Insel sind, mir da heißt es nicht, dass ich dich nicht bestrafen werde. Und ich habe dich bestraft. Deine Leute liegen momentan alle in meinem Keller. Und sie bleiben so lange da, bis ich diese Insel verlasse. Verstehst du mich? Chucha. Hey, da wird man ja jetzt in der Tafelrunde indirekt bedroht. Halt deine Fresse, Mirda. Ich bedrohe dich nicht. Ich habe schon Taten folgen lassen, Mirda. Geierte Plattkopf. Geierte. Wenn der Rosso die Mierda. Oh. Noah, danke schön. Mach mal Mund zu, alter Mann. Was war das, das Gespräch davor? Ja. Was können wir tun, Mann? Bitte. Wollen Sie ein Taschentuch oder Geierte. Warum wollen Sie mich Geierte, Mann. Bilal, ich werde dich wieder ins PD schicken. Geierte. Ja, komm zu. Es könnte halt wirklich passieren. Also Bilal glaubt, er darf ihm sagen, was er will und dann kommt er damit durch. Ist er dämlich? Oh, dein Mann, Patron redet hier die ganze Zeit, wie er will. Mein Freund, wenn Sie hier auf der Tafelrunde gegenüber einer Familie frech sind, müssen Sie sich da draußen noch wehren können. Warum wo ist alles, was wir hier reden, ist doch eh am Ende beim DJ, weil du deinen Mund aufmachst. Das der Stärkere entscheidet. Sagte der Polizist mir da was. Was redest du, das Bilal Mirda, du warst... Bilal. Jetzt seien Sie ruhig. Nein, er sagte mal Bilal, Big G, G steht fürs Gesetz. Wir müssen weiterkommen, Shabab. Ja, dann andere, lass Lil Mafia nicht reden, dann kommen wir auch schneller weiter, Manus. Okay, hat noch jemand einen Punkt, den die Tafelrunde interessieren könnte? Kein Punkt. Dann kommen wir zum Ende. Oho, ja, erzähl. Komm nach vorne, yalla, absurra. Nein, aber das wirst du ja sowieso sagen. Mich interessiert eigentlich die Familien, die sich gleich vorstellen. Ich warte nur deswegen. Okay. Ich wiederhole nochmal. Wir haben abgemacht und ihr braucht auch gar nicht mit mir zu diskutieren. Wenn jemand zur Tafelrunde kommt, dann stellt er sich vor. Und dann entscheidet die Stadt. Und man hat genau 2 Anläufe. Und beim 2. Mal, wenn ihr nicht einig seid, kommt mein Veto. Entweder ich erlaube der Familie zu atmen oder ich erlaube sie nicht. Moritz, er soll einmal Koran durchlesen. Aber solange diese Familien... Warte mal, ich habe nicht zugehört. Kannst du das wiederholen? Ich wiederhole nicht. Darf ich das sagen kurz? Ich will eben eine Frage nämlich. Hallo? Ja, ich fand... Also man darf zweimal darüber abstimmen, ob eine Familie kommt. Ich fand die Gabinus cool. Einmal stimmt man ab über die Familie. Und danach kommt mein Veto. Du kannst aber darf ich? Eine Sekunde. Darf ich? Eine Sekunde. Okay. Und diesen Familien, wo ihr beim ersten Mal abgelehnt habt, solange sie nicht respektlos sind und übertreiben, lässt sie auch Luft zum Atmen. Das heißt, ihr jagt sie nicht auf einmal alle, wie ihr lustig seid. Ja, bitte, Robin. Ich sage ehrlich, ich muss sagen, bevor ich hinkommen bin. Aber wenn das so ist, dass wenn ich mich entscheide, aber trotzdem meine Stimme das ändern kann, da brauche ich mich ja gar nicht zu entscheiden. Da brauche ich keine Stimme zu geben. Ja, aber wenn ich zweimal Nein sage, aber trotzdem anders will, dann. Wieso wird das jetzt geändert, wenn ich fragen darf? Danke. Das wird nicht geändert, das war von Anfang an so. Das war nicht von Anfang an so. Veto. Ich kann auch jetzt mein Veto geben. Aber soll ich jetzt dann brauche ich gar nicht zu stimmen, ja, okay. Warte. Dann ist meine Stimme egal jetzt. Hier ist deine Stimme ist nicht egal, aber hinter deiner Stimme. Erzähl auch Fakten. Und warum das besser ist, dass eine Familie nicht kommt oder nicht. Ja, aber der ist einfach mal weggelaufen. Die Frage ist, entweder kommt ein Veto oder kommt nicht. Jetzt hören Sie ganz genau zu. Passt euch nicht. Ja, bitte. Dieses Veto-System, was Sie gerade genannt haben, ist Selbstmord für jede Familie. Das habe ich nicht gerade genannt, das habe ich davor schon gesagt. Es war von außen, Breitenberg, es war schon von außen klar, dass das letzte Wort die Geschäftsmänner haben. Okay, darf ich trotzdem sagen, was der Fehler an diesem System ist? Das ist jetzt so erwähnt, ja.
Nein, nein, erstens, wenn eine Familie in diese Stadt kommen will und sie haben starke Schützen und sie stellen sich bei jeder Familie vor, geben sich Mühe, wollen in die Stadt kommen und jemand sagt nein, dann hat er schon von Grund an Krieg mit dieser Familie. Nein, gibt es nicht. Lassen Sie mich ausreden, dann werdet ihr sehen, warum es das gibt. So, jetzt haben Sie von Anfang an diese Leute auf dem Ticker. Die werden dann vielleicht vor euch keinen Grund nennen können, aber es wird ein Grund entstehen, man wird einen Grund herausprovozieren. Ihr wisst, wie gut das ist, haben wir selber alle 1000 Mal gemacht. Dann bei der zweiten Abstimmung werden die Leute schon etwas Sorge haben und sich zurückziehen. Und wenn dann immer noch einer sagt, nein, der hat auf Garantie, und das verspreche ich euch, sonst blöße ich meinen Nacken hinterm Krieg. Wer das als Kriegsgrund nimmt, weil jemand einfach Nein gesagt hat, den fick ich persönlich. Also wollen Sie ihn zwingen, wollen Sie zwei Familien zwingen, die sich von Grund auf nicht mögen, miteinander zusammenzuarbeiten? Ja, also er hat das wird nicht klappen. Nicht verstanden, was und gesagt, wenn jemand selber Nein sagt. Er hat 100%, okay. Er hat recht, 100%. Rommel, aber ich glaube das doch nicht selber. Lass mich aussprechen, Mensch. Was ist los mit dir? Aber mach der Monologe immer, reicht doch irgendwann. Wenn du Nein sagst zu jemand, okay, dann ist das kein Kriegsgrund. Für die andere Partei, wenn sie eine Familie hat. Gut, ich will eine Sache nur hinzufügen bei dieser Auswahl oder bei dieser Wahl. Darf ich? Ja, bitte. Ich möchte, dass keine Familie sich enthält. Jede Familie muss ein Ja oder ein Nein geben. Hier vor offen vor allen. Keine anonyme Scheiße. Wir sind eine Stadt. Ja. Aber so machen wir es. Aber eine Frage. Ja oder Nein. Ja, aber eine Frage. Warum soll ich jetzt noch irgendwas abstimmen, damit es so Rommel, egal ist? Rommel, ich sehe deine Entscheidung. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich weiß. Ich will nur ganz kurz was dazu sagen. Dich, dass Rommel, du das angesprochen hast. Was siehst du? Geschäftsmänner, dass sie das angesprochen. Ich sehe dich, Hermano. Ich sehe dich, okay, und ich weiß, okay, dass du gerade versuchst, einmal hier rauszukommen, dass du nicht wählen musst, weil ich weiß es. Warum redet nicht ab? Ich will was stimmen. Und jetzt? Ja, ich wollte nur sagen, Geschäftsmänner, weil ihr das angesprochen habt, gibt es irgendwas, was wir wissen müssen? Weil ihr spricht das an, als würdet ihr wissen, wie die Entscheidung ausgeht und als würdet ihr die Entscheidung im Nachhinein ändern wollen. Nur, damit genau das, was ich meine. Niemand versucht, meine Worte später umzudrehen. Damit naja, klar ist, weil Breitenberg weiß nichts mal vom Veto. Deswegen erwähne ich doch die Sache. Am Anfang haben sie gesagt, es muss einstimmig sein und der einzige Grund, wenn sie dazwischen reden, wenn sie merken, dass es ein persönliches Problem ist. Richtig. Das ist das, was sie, genau, persönliches genau, Problem. Genau, das haben sie vor 2 Wochen gesagt, das weiß ich aber noch. Aber das ist perfekt. Ja, dann andere, gut. Bueno, was ist jetzt die Frage, Geschäftsmänner? So, jetzt gibt es hier eine Familie, die meisten von euch kennen sie. Und sie sind wieder da. Und das ist die Familie Rivera. Ich überlasse das Wort an Sergio Mendes. Gracias, Señor Al-Safi. Buenas noches. Die meisten von euch kennen mich ja. Also 95%, weil ihr entweder meine Hand geküsst habt oder ausbezahlt habt. Und heute stehe ich hier und ich soll... Fang schon mal gut an, ne? Ja, er fängt echt gut an mir. Der war schwimmen gegangen ja, einfach. Oder nein, abholen von euch. Also ihr sollt hier über mich richten und ich stelle mich diesem Urteil. Ich sehe hier in der Runde Freunde. Ich sehe hier in der Runde Leute, mit denen ich weniger zu tun gehabt habe. Und ich sehe auch Leute, die oft ihren Kopf gesenkt haben, wenn ich vorbeigekommen bin. Jeder von euch kennt mich. Jeder von euch weiß, ich werde euch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ich werde keinen Schritt zurück machen. Ich bin der ich war, bevor ich gegangen bin. Du machst keine Schritte, weil du wegschwimmst, Hermano, deswegen. Ich bin der Patron der Stadt. Der Meere. Bitcoin hat jetzt schon Angst. Ich überlasse euch das Urteil. Ich bestehe hier nicht als Bittsteller. Wuff. Manchmal, man glaubt wirklich, man ist im Zoo. Wenn ich die Geräusche mir anhöre, dann sehe ich definitiv. Auf jeden Fall. Punkt. Wir reden ernsthaft darüber, eine Familie zuzulassen. Ab dem Moment, wo man eine Familie ist, da sollte man sich auch nicht beim MDPD oder beim DOJ beschweren, dass alles ungerecht ist und dass man ein Patron der Meere ist und so genannt wird. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn jemand hier als Familie in dieser Stadt auftreten will, dann soll er auch als Familie auftreten und sich nicht bei Zivis oder PD-Lern ausheulen, dass alles ungerecht ist. Okay. Sehr wichtiger Punkt. Also, damit möchte er gegen Rivera gerade schießen. Meinen Sie Rivera? Ich glaube ja. Ja, wegen den Rivera wollten die Mediziner die Stadt verlassen, durften kein Behandlungsverbot aussprechen. Aber Sie auch. Dann haben Sie auch die Mediziner was gemeinsam, Kali. Jetzt wollen die auch die Stadt verlassen. Was redest du für eine Scheiße? Wegen Rivera. Lass mal diese Stadt verlassen, Scheiße sein.
Ich sag nur nochmal, werde ich nicht PD, DOJ oder MD aufbauen. Was? Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Sie? Okay, hat auch keiner gefragt danach, oder? Oh, Breitenburg, boah. Wir sind doch noch im Geschäftsmänner, Geschäftsmänner, ich hätte da kurz eine Frage, wenn sie gestattet wäre. Bitte schön. Eine Frage, gab es in den letzten Tagen eine Tafelrunde, von der wir nichts mitbekommen haben? Nein. Okay, diese Herren hier, wann haben die sich vorgestellt? Ich kenne die nicht mal. Die haben uns noch gar nicht vorgestellt, da sind wir noch gar nicht. Die kommen doch heute. Wir kommen ja, aber die kommen doch noch dran, so wie Rivera. Ach so, okay, das wollte ich nur wissen. Ja, also dann eigentlich Rivera als letztes, dann müssen wir noch mal von vorne. Kann weil ich mal zurückspulen? Ja nicht so viel das Honig. Schon, weil ich kenne die nicht, deswegen. Und bei okay, uns waren die auch nicht. Ich gleich vor, bleib okay. Locker. Okay, alle, bleib locker, Mensch. Was jemand nicht geht, er weg, fertig. Ey, Rufikum. So, was ist los jetzt hier? Was gibt's noch jemand, will etwas dazu sagen? Ja, ich. Also wir haben gerade den wunderschönen Auftritt von Mendes gerade gesehen, gehört. Naja, so sehen wir Mano. Ich meine, er hatte immer irgendwas in der Fresse, dass er seinen Mund nicht aufbekommt, wenn er redet. Die letzte Tafelrunde mit Mendes hat geendet damit, indem er seine Sachen gepackt hat und abgehauen ist. Vor dem Krieg gegen uns, vor den Geschäftsmännern dieser Stadt. Jetzt kommt er hier, empfängt ihn mit offenen Armen, nur Probleme. Kein Problem. Er hat sich vorgestellt, nicht mit seiner guten Art und Weise, sondern direkt mit, die meisten von euch kennen mich, sie haben ausgezahlt oder meine Hand geküsst. Also ich habe Leute gesehen, die ihn in die Fresse gespuckt haben. Ich weiß nicht, was er mit Handküssen meint. Ich habe gesehen, wie er mit seinem eigenen Körper weggeschwommen ist vor uns im Krieg. Ich habe es gesehen. Deswegen hat er auch ein Anwesen auf dem Meer. Aber das ist egal. Fällt eure Entscheidung, so wie ihr sie für euch richtig empfindet. Ich bin zu 100% dagegen, dass die hier Fuß fassen. Denn ich verrate mich selbst nicht. Kannst du dein Nein begründen? Ja. Hä? Ich kann mein Nein begründen. Na, aber das hört sich eher nach einem Nein. Ganz kurz, sind wir hier vor Gericht? Lass ihn reden. Aber sind wir hier gerade vor Gericht, dass jeder jetzt nach vorne geht? Seine Ja, okay. Lass ihn reden. Okay, Abi, alles gut. Bueno. Meine Begründung ist, Romano, die ich gerade eben gesagt habe. Ich habe gerade mindestens eine Minute durchgehend geredet. Also frag mich nicht nach meiner Begründung. Bueno? Es kommt darauf an, wie du dich hier vorstellst. Er hat sich gerade so vorgestellt, als ob er mit 100%iger Sicherheit weiß, dass die Geschäftsmänner ihn akzeptieren werden. Und die Geschäftsmänner haben davor ihre Worte so gewählt, dass sie es, wie Lil Mafia schon erwähnt hat, was er, das muss man ihn lassen, er ist ein Haufen Dreck, aber er ist ein schlaues Haufen Dreck. Ne, damit du Bescheid weißt. Ja, gute Nacht, Geschäftsmann. Er hat schon gemerkt, dass die Geschäftsmänner das versuchen, in diese Richtung zu biegen, damit die schon mal später sagen können, ja, okay, wir nehmen sie, weil wir es wollen. Also das hat Lil Mafia schon definitiv erkannt. So, jetzt deine Begründung, Wadi, war, wieso solltest du Konkurrenz zulassen? Meine Begründung ist, wieso sollte ich freiwillig Dreck in mein Haus schleppen? Gracias. Wie? Geht. Mit Dreck meinte Rivera, glaube ich. Und sein Haus meinte hier die Stadt. Danke, dass du es übersetzt hast. Klasse, Lil Mafia, klasse. Danke, Mafia, danke. Danke dir. Welche Familie möchte sich noch äußern? Hier, Landa. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mein Name ist Ramis. Meine Freunde nennen mich Dayer. Meine Familie sind die Hevals. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich bin neu hier in dieser Stadt. Bruder, du sollst dich nicht vorstellen, Bruder. Du ich hab gesagt, dass du dich vorstellen sollst. Lass ihn mal. Hey, was schreist du hier rum, Mann? Schreit ihr mal? Schreit hier einen alten Mann an? Wer schreit hier einen alten Mann an? Respekt bisschen vor dem Dead. Wer schreit hier einen alten Mann an? Ich kenne eure Regeln nicht. Ich bin in dieser Stadt noch ein halber Tourist. Macht eure Regeln. Wir passen uns an. Und noch sind wir ruhig bedeckt. Und wir suchen Bruder Rivera, ja oder nein? Komm zum Punkt, Bruder. Verstehst du jetzt, warum den jeder hasst? Herr Walz, versteht ihr jetzt, warum diesen Typen jeder hasst? Ja, ich verstehe schon, warum. Bueno. Wer? Ich sag das doch. Das ist der hier. Das ist der Lil Mierda. Meine Opa. Ich bin neu in dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob diese Stimme schon zählt, aber mein Call ist Rivera, ja. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. 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 Ihr habt keinen Respekt vor alten Leuten. Erzähl, Habibi. Eine Familie wie Rivera in der Stadt, wie der ja oder nein, die so viel Gewicht hat, ein Sergio Mendes, der definitiv einiges Neues in die Stadt gebracht hat, einen neuen Wind, einen frischen Wind.
Einen guten Wind hat er auch, einen schlechten Wind. Bis zu dem Zeitpunkt, bis er gesagt hat, wegen einer Kleinigkeit, die Waffenroute wird wieder neu verhandelt, die Stadt verlassen hat, seine Leute in irgendwelche Gangs verteilt hat und verschwunden ist. Mein Ja wird er niemals bekommen. Denn ich bin die Schlange, die ich bin, ha? Sergio Mendes. Gracias. Geschäftsleute, ich habe nur eine Frage. Geschäftsleute. Fadda. Als Launda, die ja auch lange geschlossen waren und jetzt wieder aufgetaucht sind, mussten die fragen? Oder sind die einfach so, durften die so kommen? Die Stadt hat sich geändert, Romano Ricci. Wir reden nicht in der Vergangenheit. Hier sind jetzt Geschäftsmänner. Ja, da hast du deine Antwort, Romano. Ich weiß, Romano. Ja, nochmal, ich frage nochmal. Alles gut. Sind die einfach so gekommen? Das sind die Riveras, Romano, die du tot beleidigt hast, Ricci. Die Riveras, die uns totgeschossen haben hier da beim Reden. Ja, wir wissen noch, wie du veranlagt bist, Romano. Wir wissen noch, wie du veranlagt bist. Warte mal kurz, was hast du denn jetzt mit mir? Was hab ich denn jetzt? Ich sehe doch gerade, was du versuchst, mir da. Ich sehe doch gerade, was du versuchst, Ricci. Du denkst, ich bin dumm. Auf Riviera, das wissen die doch auch. Und die scheißen auf mich, ich scheiße auf jeden anderen hier auch. Aber was hat Launda? Ricci, was hab ich jetzt gemacht? Boah, ich hab gar nichts gemacht. Was hat Launda jetzt als Gegenstand der Diskussion zu suchen? Das verstehe ich nicht. Ob der Bruder sich auch vorgestellt hat. Schau, warte, ich beantworte ihm das, ganz einfach. Ich bin eine Woche rumgelaufen. Wir kennen uns lange, du weißt, das ist schon mal böse gemeint. Ich weiß, nein, hundertprozentig nicht. Ich bin eine Woche lang rumgelaufen mit meinen Chicanos. Die haben sich ein Blattout geholt, obwohl nichts offen stand. Ich habe nicht mal gesagt, ich werde kommen. Ich habe nicht mal gesagt, Launda wird kommen. Die sind gekommen zu mir. Ich bin von Familie zu Familie rumgelaufen. Ein bisschen mit denen geredet. Auch zu Hallert bin ich gegangen. Da, wo ich noch nicht Launda war. Hallert also kam auch bei mir. Du kamst persönlich zu mir. Ich weiß es nicht. Richtig. Genau so habe ich das gemacht. So hast du das gemacht. Mehr diese Regel, habe ich quasi schon vorher gemacht, bevor sie da war. Ja, das war ja früher immer so, dass wenn man in eine Stadt gekommen ist, jede Familie eigenständig bis zur Tafelrunde sich schon überall einzeln vorgestellt hat. So haben wir das früher immer gemacht. Wenn ich in eine Stadt kam, bin ich alle abgefahren, die ich so gesehen habe und habe mich vorgestellt. Deswegen frage ich, und das hat dir nichts mit Pro, Contra oder Kali oder Rivera oder was weiß ich zu tun, Bitcoin. Da hast du komplett falsch aufgenommen. Die Fragestellungen sind halt immer nur passend, Ricci. Ja, nein, mich hat es nur interessiert, weil er gerade gesprochen hat und sie auch relativ neu in der Stadt sind. Deswegen habe ich gefragt, mehr nicht. Bueno, alles klar. Ja, dann lass uns weitermachen. Geschäftsmänner, ich will kurz was erzählen. Oh. Breitenberg, Kali hat schon gesprochen. Sonst wollen zwei von jeder Familie, das ist Quatsch. Ja, Geschäftsmänner, wir machen das am besten so. Darf ich euch einen Tipp geben, dass ihr einfach die Familie einzeln aufruft, dann müssen sie anfangen zu reden? Danke. Warum machen wir nicht im Kreis einfach? Uhrzeigersinn. Lass du einfach Platz anfangen und vom Platz anfangen. Ja, guter Call. Du musst aber in die Mitte, Bruder. Einmal in die Mitte, Mann. Rutsch mal bis. Bei Platz, die Roten, ihr müsst bitte in die Mitte. Danke. Bro, entspann dich doch. Ganz entspannt, Mann. Mafia, vielleicht solltest du auch mal einen smoken, Mann. Kommt dir vielleicht ganz gut. Also, mit Rivera habe ich in der letzten Zeit nicht viel zu tun gehabt, als sie noch da waren. Aber ich fühle was. Launda, was Ricardo gerade gesagt hat. Und Gift ist natürlich so eine Sache für sich. Nimmt man nicht gerne. Im aktuellen Zeitraum, dass Leute verteilt waren in verschiedenen Families und sonstiges, finde ich auch nicht cool. Von mir wird es auch auf jeden Fall ein Nein geben. Stark. Ich finde, sie sollten sich auch beweisen in der City. Sie sollten Safe. Auch zeigen. Müssen die. Dass sie. Ich finde es gut, dass die Leute ein bisschen erklären, warum ja, warum nein. Hand küssen lassen oder sonstiges. Aber dieser erste Satz, der hat für mich alles entschieden. Ich wollte ein Gespräch, ich wollte das hören, was hier gesagt wird. Das, was gesagt wurde, ist auf jeden Fall für mich ein Nein. 100% Patsy. Midnight, Jojo. Midnight, ihr seid dran. Was sollen wir machen, Pablo? Ja, was sollen wir machen, Pablo? Pablo weiß, was er macht. Du nicht. Nein, wir haben da nicht viel zu sagen. 2,5 Millionen. Ich kenne aber Sergio. Mr. Bitcoin. Ich denke, unter Taftrunde stirbst du. Dass ihr jedem anderen locker easy noch eine Chance gegeben hättet. Ich sag aus den Geschäftsmännern. Aber ihr ein bisschen Nauze. Eierflattern habt vor Sergio. Ein bisschen Angst habt vor dem, was passieren wird. Von mir gibt es auf jeden Fall ein Ja, von Midnight auch. Mich juckt nicht, was passieren wird. Und ich hoffe, dass er auch die Hälfte von euch nochmal ficken wird. Tag. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Was war seine Antwort? Ich hab's wirklich nicht verstanden. Ja, Mann. Ich hab's auch nicht verstanden. Keine Ahnung, ja, ist so. Die Hälfte von euch nochmal ficken wird. 1-1 steht es. 1-1 steht es. Okay. Warte, da musst du nicht der Sailor machen, okay? Ich mach das schon. Okay, easy. Kannst du nachdem jemand vorlesen, weil die Leute haben es nicht verstanden, Ali. Hat Mahon jetzt Ja gesagt? Mahon hat noch nichts gesagt. Machen wir uns hier in der Stadt nichts vor. Der Typ hat hier einiges bewegt. Ich selbst habe, wo ich noch Tusak hatte, noch nicht Berührungspunkte mit Mendes gehabt.
nur zu Kaffeezeiten. Das waren ein paar interessante Differenzen. Es ist auch kein Geheimnis, dass er jede Familie gegen die Wand geschmettert hat. Er hat Kali Kartell die Stirn geboten. Er ist ekelhaft, er ist nervig. Ich will, und das erwarte ich von den Geschäftsmännern, da das jetzt die Tafelrunde ist, wo ihr über alle Familien bestimmt, von mir aus grünes Licht gibt, aber das Handküssen von Mendes in Zukunft keine Rolle mehr spielt. Denn die Würde eines Kopfes der Familie... Küss deine Hand! Abgelehnt! Ey, hier, Leute, halt mal endlich deine Fresse, lass ihn doch reden, Mensch! Ich sage, die Würde eines Zwölfers ist unantastbar und wenn Mendes... Abgelehnt, was soll das denn? Weiter, ich hab 12 in den Mund gepinkelt. Was soll das denn jetzt hier? Leute, lass ihn mal reden. Wenn Mendes sagt, dass er damit auch leben kann, dann hat er auch das Segen von Mahon. Also ja von, oder nein, Bruder? Und von ja Zunesha. Oder nein. Zunesha sagt ja. Ja, aber wenn jetzt jede Familie... Was zum Teufel ist Zunesha? Zunesha ist die Familie, die ich ficken werde. Santa Maria Cartel. Santa Maria. War nicht mal 24 Stunden, hast du ausgezahlt und geweint. MOB ist dran. Komm gleich, 1 gegen 1. MOB ist dran, Tfadda. Hey, Jungs. Ich will noch ficken, Leute. Fass mich auch kurz. Hey. Das ist dasselbe Argument eigentlich, das ich schon bei Young and Reckless gemacht habe. Mendes' Familie hat Einfluss. Und Mendes kann nicht nur Hand küssen lassen, sondern seine Familie war vor der Tafelrunde, genauso wie Ricardo das gemacht hat, vor meiner Tür und hat mit mir gesprochen. Die sind reingekommen und haben sich nochmal vorgestellt, als ob wir die schon kennen. Und zu diesem Argument mit dir, mit Ricardo, ja, deine Jungs haben schon Blatt dort gesehen, als sie dich gerochen haben. Mendes war eine Woche schon nicht in der Stadt, ein Monat schon nicht in der Stadt und seine Jungs waren direkt raus bei mir. Also dieses Argument, was du geliefert hast, hat er schon 10.000 Mal gemacht. Er ist sogar mit seiner kompletten Familie gekommen. Von uns hat er natürlich ein Jahr. Sinaloa. Kafkas ist. Kafkas, wo ist Kafkas? Ja. Ah, ja. Das sind so eine Lücken-MOB. Kurz und knapp, wir stimmen auch fair. Ich kann nicht lauter reden. Ich kann nicht noch lauter reden. Ja, ich habe den anderen nichts hinzuzufügen. Wir wissen alle, dass sie einen großen Einfluss auf die Stadt haben. Das war's. Ja, okay. Ich sag auch ja. Meiner Meinung nach haben die auch eine zweite Chance verdient und mehr dazu habe ich nichts zu sagen. Aus welchem Grund? Weil jeder eine zweite Chance verdient hat. Du bist auch gekommen und wiedergekommen, oder nicht? Du kommst gleich schon zu Wort. Nicht so frech, Kleiner. Leute, Bori, du kommst schon gleich zu Wort. Bevor du neben Mahon gleich sitzt. Warte, okay. Haltet eure Fressen jetzt! Chill doch, Bruder. So, wer ist der Nächste? Ich sehe nicht. Outlaws? Jeder hat eine zweite Chance verdient. Von uns haben sie auch ein Jahr. Wer ist das überhaupt? Der Nächste, bitte. Mafia. Mr. Bitcoin. Ziel, oder? Du bist Mafia. Das ist, was ich sage. Ich weiß, was du sagen wirst. Guck gleich, was ich sage. Habe ich nur von dir gelernt. Also ich muss ehrlich sagen... Ja oder nein? Ja, nervt, oder? Hey, ich sag doch, Bruder. Ich will dir nur sagen, Mirda. Geh den Leuten nicht auf den Geist und lass sie ausreden, Mirda. Oder was willst du von meinen Eiern? Halt deine Fresse. Doch, mich interessiert seine Meinung. Er soll sie begründen. Rede. Also meine Antwort ist, um das erstmal vorwegzunehmen, leider ein Nein. Ja, nicht aus dem Grund, dass ich Sergio Mendes nicht mag, ich bin ganz im Gegenteil ein Fan von ihm, sondern aus dem Grund, dass ich das zu schnell finde. Ja, ich finde, das muss ein Prozess sein, ich vertraue auf den Prozess, nicht auf die Ergebnisse und ich hab von Sergio Mendes bis jetzt aktuell noch nichts gesehen. Ich sehe sie zum ersten Mal hier und soweit sie sich dann in der Stadt eingefunden haben und gezeigt haben, dass sie wieder bei aller Stärke sind, dann wird es von mir auf jeden Fall ein Ja geben. Aktuell sehe ich nur 2-3 Männer. Und ich glaube nicht, dass das Rivier-Kartell das ist, was es mal war. Aber sobald sie das Gegenteil beweisen, bin ich gerne bereit, meine Stimme bei der nächsten Tafelrunde in einer Woche am Montag eventuell zu ändern. Sollen die jetzt mit 20 Männern hier auftauchen, oder was? Nein, aber nein, es geht nur darum, dass ich was sehen möchte. Ja, ich, aber erzähl mal, was haben wir von dir gesehen? Bei mir war Bilal auf dem Sofa und hat geredet. Ja. Und wie viel Geld hat er dir gegeben? Bruder, bitte! 200.000! Genau. Und das ist das Ding. Wieso sprechen wir jetzt über andere Familien, wenn wir gerade über Rivera sprechen? Aber das ist kein Problem, das ist ein berechtigtes Ding. Deswegen würde ich sagen, sobald ich die Familie sehe, kennenlerne und auch mal mit denen reden kann vor der Tafelrunde, habe ich... gesagt, kein Problem mit Mendes. Und da kann man sicherlich das alles klären und auch bei der nächsten Tafelrunde ein Ja bekommen. Perfekt. Okay. Danke dir. Der nächste Cousins. Gut. Kurz und knapp wird es nicht. Ich muss dazu was sagen.
Ich gehe mal aus der Perspektive aus, ich würde hier in diese Stadt zurückkommen und würde eine neue Chance bekommen und würde hier stehen. Riviera, wenn die sagen würden, dürfte Q6 wiederkommen, denke ich mal, das wäre ein Ja. Jetzt auf der anderen Seite haben wir Kali. Bitcoin hat sich gerade schon drüber aufgeregt. Ich brauche mich so nicht aufzuregen, ich weiß. Ja, nein, ich habe in meinem Kopf meine Meinung, Richie. Ja, natürlich, die können sie gerne haben. Also ich weiß, Kali würde auch sagen, wenn ich als Cousins zurückkommen könnte. Du hast auch die Leute keine... du kannst dich gar nicht als nein, Kopf nein, vergleichen sag, mit, mit mir. Das. Sie verstehen, was ich sage. Sie, wenn ich aus meiner Sicht sehe, ich bin mit euch gut. Du brauchst dich nicht von mir zu rechtfertigen, Richie. Nein, deine Entscheidung. Ich tue mich aber rechtfertigen. Vorsicht. Das also, tust du. Ich sage zu Riviera, weil ich natürlich jemand bin, der sich lange... Er rechtfertigt sich. Ich fordere näher zurück zu mir. Solange das nicht passiert, ist es bei mir auch ein Nein. Kein Rückkommen für Riviera. Wieso Nähert? Boah, das ist mein Neffe ist. Millionen hat er damit gemacht mit dem Taschen. Wieso ist er denn gegangen von dir, Richie? Er wollte berühmt werden, ich konnte ihn nicht die Cloud bieten. Also bei mir, ja, ihr wisst ja selber, ich bin ein Geschäftsmann und ich konnte meine Geschäfte gut machen. Also ich habe nicht eine Kugel, glaube ich, mit denen verschossen. Musste auch nie irgendwie irgendwas anhören mit Handküssen oder irgendwie Ringküssen. Also für mich spricht nichts dagegen bis jetzt noch, aber... Mich soll die eine zweite Chance kriegen, kein Problem. Der hat aber gesagt, aber hat nicht einmal den Satz nach aber benutzt. Da ist ja kein aber. Es gibt kein aber, weil die... Ja, der sagt doch nicht aber. Shut up, bust. OGs. Er sagt einfach, ich will, dass sie kommen, aber ja, die sollen kommen. Jetzt fragen sich viele, wie will ich mich entscheiden? Ich weiß, wie du dich entscheidest. Ja. Bitte, und kannst du mal ruhig sein? Danke. Ihr ihn bitte aussprechen lassen. Das ist jetzt einfach ein Jahr. Ich brauche nicht mehr darüber zu reden. Stark. Okay. Stark. Erinnert euch zurück, das ist der gesagt hat, Bitcoin, lass ihn seine Machtposition wegnehmen. Alles klar. Santa. Ich will es dir nur sagen. Das Rivera-Syndikat. Sergio Mendes. Der gegangen ist, weil er die Waffenroute verloren hat. Von uns gibt's halt jeden Nein. Handküssen, halt deine Fresse. Jeden die Hand küssen lassen hat. Aber ja. Nichtsdestotrotz. Oh, warum? Gegen das Kali-Kartell verloren hat und Schluss zugeben wollte und trotzdem weitergemacht hat bei der Waffenroute. Er sagt, dass er der Patron der Stadt ist. Ein hundertprozentiges Ja. Allein aus dem Grund, dass er hierher kommen soll und verstehen soll, dass die Stadt sich verändert hat. Und sie verstehen soll, dass sie nicht mehr die Stadtmacht sind. Und keiner hier am Ende aller Tage Angst vor dem Rivera-Syndikat hat. Orale, willkommen in der Stadt. Er ist sympathisch. Was hat er jetzt gesagt? Ja oder nein? Was ist hier los? Ja warum ist er wieder da? Genau, das würde ich mir jetzt auch gerne fragen. Wer ist hier? Los! Du hast gesagt, im Käfig. Warum? Im Käfig. Bringt ihn in den Käfig. Wer war das hier? Die beiden. Wann war das? Bringt ihn in den Käfig, den Maniak. Also Leute hat ja gesagt. Ja. Richtig. Ja. Verstehst du jetzt, Ricardo, wieso du mit Leuten die Chicanos nicht gründen kannst? Verstehst du jetzt, Ricardo? Ja. So, er hat uns gerade allen in die Fresse gepisst. Nein, du musst nach vorne. Begründung war schon. Die Baller sind dran. Ich respektiere dich, Mendes. Ich respektiere auch deine Familie. Du warst gestern bei mir, hast dich vorgestellt. Aber wenn die Pussy aus der Stadt rausgeht, weil er die Waffenroute nicht bekommen hat, kommt wieder hierhin und sagt, stark. Ich bin Patron in der Stadt. Wow. Das ist feige. Wow. Ich weiß ganz genau, du wirst wieder zurückkommen. Walla stark. Ich weiß ganz genau, du wirst mich bei mir anklopfen. Komm. Aber ich bin bereit. Boah, ist das geistkrank. Also von mir kriegst du ein Nein. Hey. Was? Hä? Hey. Das war, glaube ich, mit die stärkste Ansage, die es gab, Mirda. Wer wie eine Chucha weggelaufen ist wegen einer Kleinigkeit, Mirda, und jetzt wiederkommt und sagt, er ist der Patron der Stadt. Nicht mal ich habe daran gedacht. Bruder, geh doch nach vorne und sag deine Meinung, Bruder, anstatt von Seite. Nein, ich bin nicht dran, ich habe meine Meinung gesagt. Ach, du bist dran. So, okay, bueno, ich halte es nochmal ganz kurz. Also jetzt definitiv no. In Zukunft definitiv ja. Jetzt aber was 100%. Müssen die ändern? Was müssen die ändern? Schau mal, ich mach nochmal die Kurzversion.
Du verpisst dich. Hey, Bitcoin, du fällst dir selber in den Rücken. Wie, ja, nein. Was ist das denn? Was ist das? Hermano. Jetzt noch einmal, okay, Riviera, nein, aber übermorgen, ja. Nein, natürlich. Hermano, das ist ein Prozess, Richie. Das ist ganz einfach. Ich bin ein Mann, ich sage niemals nie. Ich versuche niemals nie zu sagen. Ich will dich nicht mehr, du Riviera, ja. Hör zu. Nein, deine Entscheidung ist schon gefällt. Also hör zu. Ich bin für ja, ich habe mich schon entschieden. Was in Wochen, Monaten oder Jahren passiert, nur Probleme. Was jetzt und demnächst passiert, auf gar keinen Fall. Du kannst nicht abhauen, Mirda, weil dir eine Sache nicht gefallen hat und jetzt kommst du und kreuzt hier auf, Mirda, und erzählst, dass du der Patron der Stadt bist. Was ist das für eine Scheiße, Mirda? Und da hat es zu 100% Lolo auf den Punkt getroffen, Mirda. Er ist weggelaufen, weil er sich einen Kampf gegen uns stellen musste. Und jetzt kommt der und sagt, ja, meine Hand gekauft. Das bin der Patron der Mirda. Mirda, interessiert mich ein Scheißdreck, wer du bist. Also definitiv nein mit 15 Unterstrichen. Chucha. Azadis. Jetzt wird spannend. Allah. Mendes hat sich auch gestern bei mir vorgestellt. Ich habe gestern, hatte ich nichts dagegen, dass er zurückkommt. Ich habe ihm gesagt, ich werde ihm ein Ja geben. Ich bin auch der Meinung, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber so wie sich gerade wieder vorgestellt hat als Patron der Stadt, zeigt mir, dass sich nichts geändert hat. Wenn jemand eine zweite Chance haben möchte, dann sollten sich Sachen ändern. Dann sollte er. Hätte ich nicht gedacht, dass er. Werden. Diesmal hat er. Jetzt will er wieder als Patron der Stadt wiederkommen. Das zeigt mir, dass sich nichts ändern wird und dass alles beim Alten bleiben wird. Das heißt, wenn er wieder irgendwas verlieren wird, eine Waffenroute, was auch immer, wird genau dasselbe passieren. Bin ich der Meinung, wird er wieder abhauen. Von mir kriegt er einen. Das war sogar starkes Argument. Das heißt, wenn wieder sich etwas nicht nach ihm passt, haut er. Das war stark, Mirda. Pablo, rede. Ich habe die Meinung wie Ricardo. Ich mache das kurz und knackig. Ich bin auch dagegen. Ich möchte nicht, dass die hier sind. Wieso? Und ja, dieses Patron, eure Stadt, küsst meine Hände, das ist nichts für mich. Was brauche ich nicht. Stabilia Cowboy. Gracias. Nein, ich bin dagegen. Gashis, bitte. Ja. Also wir hatten gute Zeiten mit Rivera, wir hatten auch schlechte Zeiten, aber meine Stimme ist auf jeden Fall ein Ja. In schlechten Zeiten habe ich nie was gesehen. Die alle, die Angst haben. Ich glaube doch, schon gestern hast du ausgezahlt. Bitte mach deinen Mund zu, Habibi. Darf ich noch einen Grund dazu nennen, so von Gashis aus? Nein, darf ich nicht. Wenn du möchtest, dann mach. Okay, ich sag euch ehrlich, selbst wenn es nicht Rivera ist, ist es auf jeden Fall okay. Selbst wenn es nicht unbedingt Rivera ist, ich bin Eli. Lass ihn doch reden. Selbst wenn es nicht Rivera ist, ist es auf jeden Fall Sergio, der sehr, sehr wichtig für die Stadt ist. Weil jetzt als Beispiel Kali zum Beispiel. Vielleicht gewinnt man den Kampf gegen Kali, aber den Kampf gegen Bitcoin zu gewinnen, ist nicht unbedingt einfach. Und ich sehe hier nicht viele Zwerver, die das Potenzial dazu haben, ja. Das war's eigentlich. Nein, wir sagen doch jetzt Kopf, Mann. So, wer steht da? Gras. Sag doch jetzt Gras. Er ist mein Schwiegerpatron, natürlich, ja. Perfekt. So, weiter. Wen gibt's noch da, Duna? Also von uns auf jeden Fall ein Ja, hundertprozentig. Ich würde das gutheißen, wenn er wieder da ist. Die Fresse mir da. Tut mir leid, ich hab laut geredet. Ich hab gerade mit Halat geredet. Tut mir leid. Ja, alles gut. Wieso sagen Sie mir halt die Fresse? Es gibt einige. Okay, lasst ihn doch einmal aussprechen, Mensch. Was ist los mit euch? Rede. Deswegen müsst ihr mitkommen. Es gibt einige Leute, die haben ein Zittern in der Stimme gehabt beim Nein sagen. Saduna, Opfer, ich werde dich aufschlitzen. Kleiner Hundebengel. Ich werde dich so anpissen, Mirda. Ich schieb dir mein Messer in deinen Hals, Mirda, du Köter. Pack dich so in meiner scheiß Leine, Mirda, du kleine Chucha. Und von mir auf jeden Fall ein dickes Jahr von ganz Saduna. Abo ist ein Lack. Der nächste. Mayans. Ich glaube, ihr seid die letzte Familie, richtig? Ich muss kurz, darf ich kurz was sagen? Si, claro. Mein Onkel Chico hier mit den Händen oben. Ihr seid gleich dran, Habibi. Okay, oder? Okay. Erzähl. Ja, alles gut, dann wenn wir gleich dran sind, dann passt das, war meine Frage. Okay. Also dieser Typ, der da steht, der sich der Patron der Stadt nennt. Ich weiß nicht. Eigentlich würde ich auf jeden Fall Nein sagen, aber... Bleib dabei. Wir Mayans sagen ja, weil dieser Typ, der sich der Patron der Stadt nennt, hat in der Vergangenheit so viel Geld mir abgezogen und ich will einfach die Chance, mein Geld wieder zurückzuholen. Deswegen.
habt ihn zum Hund gemacht, ja. Der arme Morg, er sagt nie wieder was. Aber ich sag dir ehrlich, Hermano, also Abu Henry nichts für ungut, Hermano, aber selbst wenn der mit drei rumläuft, kannst du nicht dein Geld wiederholen. Das ich glaube, er hat ja und nein verwechselt. Aber es ist ein gutes Argument, Henry, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Du weißt, dass dein Haufen scheiße ist und du willst nur dein Platter wieder zurück. Fühl ich, Hermano, fühl ich. Leider sind trotzdem sehr viele Stimmen statt nur eine dagegen, also hat uns gefreut, Revi Radios. Ich glaube, sie können nicht zählen. Nein, es gibt hier nicht Hälfte-Hälfte, Abo Henry. Es gibt hier nicht Abo-Hälfte. Letztes Mal war eine Familie dagegen und Young and Reckless ist nicht. Onkel, wir sind dran, Onkel. Es sind 7 Familien dagegen. Onkel. Er hat gerade zu mir ruhig gesagt. Kommt nach vorne bitte und stellt euch vor. Ja, besser ist es, dass du die Fresse hältst. Bruder, da kann ich mal richtig gehen. Wir sind die Herwalds und wollt ihr meine Stimme zu Mendez? Nein. Hä? Meine Fresse, meine Fresse. Ich sag euch letztes Mal, haltet die Fresse endlich. Okay, verzeihung. Was seid ihr für ein Kindergarten hier? Jetzt gleich kommt Vargas noch und sagt, wir sind. Später euch, der kann nicht richtig hören, Leute. Dede, wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name ist Daye. Abu Sainak Daye. Erzähl mal bitte, es geht jetzt um dich und um deine Familie. Die Stadt muss euch akzeptieren. Stellt euch vor, wer ihr seid, euren Namen, eure Ziele, was auch immer du willst. Wir sind handsame Leute, junge Leute. Ich bin der Kopf von unseren Leuten. Ich gucke über meine Leute, dass keine Fehler passieren. Ich habe impulsive Leute in meinen Reihen. Aber wir sind hier niemanden, um auf seine Füße zu treten. Wir gucken uns das Geschehen an, beobachten. Und das ist unsere Aufgabe. Englisch schon. Ja, zeig's ihn da. So wie polizeimäßig? Ja, das sollen die Jungs heißen. Oder? Nein, nicht wie Polizei. Das nicht. Aber man hört gerne auf ältere Chalos. Wo ist euer Anwesen? Wo lässt ihr euch ab? Das alte Azadi-Anwesen. Hm. Okay, Anwesen hin oder her. Was wollt ihr in der Stadt? Wir wollen wirtschaften, wir wollen spazieren, wir wollen nette Leute kennenlernen. Wir sind nicht nett. Ja, das wird sich alles noch herausstellen mit der Zeit. Dann kannst du unseren Keller sehen vielleicht. Das glaube ich weniger, dass ich deinen Keller jemals sehen werde. Wer spricht hier gerade? Weiß ich nicht. Lloyd Salami. Meiner. Wer sagt Lloyd Salami? So ich, hab's gesagt, Lloyd. Bevor du wieder aufzeigst. Haltet eure Fressen endlich und rede einfach! Mein Name ist Lloyd. Ich bin der Patron des Santa Sofia Kartells. Hey, hinter dir. Ja, wer ist da? Besser Wittgen. Ja, mach dir keine Gedanken. Mehr. Haben Sie noch die Munitionsroute? Also nochmal. Ja, haben wir, Hermano. Ich hab Geschäftsmänner mir. Ja, wieso verkackte Scheiße mir? Da ruft die mich an. Ja, dann bist du halt nicht nett. Achso, ja, tut mir leid. Wer bist du denn? Zu wem gehörst du? Meierz. Okay, bueno, no problem, Hermano. Ruf, meld dich bei Eli. Ja, okay, mach ich. Adios, Hermano. Ja, ich weiß. Der mit grauer Hose, nicht die. Der mit grauer Hose, da. Ja, meine Augen. Wo ist Ahmed Hinzaro? Scheiße, verdammt. Ich hab nicht umsonst ein Hörgerät, eine Brille. Hat irgendjemand einen Keller drin? Ich hab einen Sadomaso-Keller. Was? Ah, dann bist du falsch. Musst dich umdrehen beim Mahon. Der steht auf sowas. Das sind Sexspiele, Mahon. Daye, wer ist überhaupt dein Rektor? Der meinte, er war ja schon länger hier in der Stadt. Eine Frage, wieso ist der von Santa schon wieder hier, der andere? Der Leaderschafter. Mein rechter Hand ist... Der steht schon wieder da, der ist irgendwie gerade hier alleine hergekommen. In welchen Familien warst du schon hier? Weil du meintest, du wärst schon länger hier. Ich war in gar keiner Familie, nee. Ich war einfach nur unterwegs in der Stadt. Also, wie man wieder rumgehört. Entscheiden wir jetzt auch gerade für die, ob die jetzt offiziell werden oder nicht. Ich meine, am Ende entscheidet das so. Ja, ja. Andere Leute hier. Ja. Okay, was wollt ihr von mir, meine Stift? Doch, ich stehe jetzt. Manas, komm mal kurz zu mir. Wer ist das denn? Alle? Meine Fresse, Mann. Ich bin Leadership von Santa. Meine Männer. Keine Männer. Mann, Leute, Mann. Ich gehöre zu Santa. Soll das? So. Ja, bitte. Da hier. Die Mafia ist so dran gewöhnt, dass man ihn hinruft und wohin. Der ist direkt hingelaufen. Da, wir sind gesprungen. Sollen wir zur Seite gehen? Mitarbeiter des Monats. Ich gehöre. Nein, warum? Okay. Ich heiße euch herzlich willkommen in dieser Stadt, aber ihr werdet euch für jede einzelne Familie einmal persönlich vorstellen müssen. Oh. So, Santa ist ausgeladen. Packt sie endlich in deren Käfig. Wenn ich was damit zu tun habe. Er ist zum 8. Mal zurückgekehrt. Aber damit hat der Lloyd Salami nichts zu tun. Damit hat der Lloyd nichts zu tun. Das ist sein Mann. Wenn er sein Mann hierher bringt. Das ist nicht sein Mann. Okay. Hat jemand Fragen an Heval? Ja, ich. Ups. Wer redet? Wer ist ich?
Ups. John von Sinaloa. Hi, freut uns. Was wollt ihr für Geschäfte machen? Was sind eure Ziele? Wir sind junge, ambitionierte Leute. Alles, womit man Geld machen kann. Wir haben jetzt nicht vor, jetzt geplant ist noch nichts. Ne? Wir wollen auf jeden Fall wirtschaften. Weil ich habe das ganze Geld von Dave verzockt, was er mir über die Jahre gegeben hat. Ich bin spielsüchtig. Boah. Aber ich habe mich verändert. Und jetzt nur noch Backoff. Ja, klar. So. Ist Familie der richtige Weg? Ich denke schon. Was ist das für eine Frage, Marians, Bro? Wie, was Bitcoin? Dann wäre er nicht hier, Bro. Dann wäre er nicht hier. Gib ihm noch die Chance, Mann. Was ist los mit euch? Bitcoin. Aber ich habe jetzt so... Nicht darüber. Ich entscheide nicht darüber, ob hier irgendjemand dein Clan ist. Wenn du nicht redest, hast du einen Clan. Oder irgendeine Bande ist oder sonst irgendwas. Echt? Deshalb sollte man es sich nicht anmaßen, darüber zu urteilen, was wir sein möchten. Wir sind halt eine Familie. Ja, da, ich zeig's Ihnen. Herr Wall. Hey, Bitcoin. Daniel. Ich quatsch nur gerade mit ihm. Ich habe eine Frage. Chill doch, Bro. Das willst du nicht, so? Ich nicht, dass sie mit ihm das traust du dich ähnlich. Das traust du dich ähnlich. Hey, das traust du dich ähnlich. Aber ich habe jetzt gerade nach dieser. Hey, lass mich mal, lass mich mal. Das traust du dich ähnlich. Hey, ob ich ja oder nein sage. Wollen Sie hier? Lass mich mal los. Meine Stimme entschieden. Für uns ist sie nicht egal. Aber ich gebe euch die Chance, 100%. Aber sollte ich ein Nein sagen, ist es so egal. Hier findet eine Entführung statt. Lil Mafia entführt Mr. Bitcoin. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das stimmt nicht. Mr. Bitcoin hält meine Leute seit einer Stunde fest. Unterbrecht die Tafelrunde nicht. Wenn ihr keinen Bock habt, verpisst euch. Alles gut, ich sage ja. Verpissen Sie sich, Lil Mafia. Nein, ihr beide dann. Ich habe nicht verstanden, was deine Frage war. Du hast nur eine Aussage getätigt. Nein, das war eine Aussage. Sorry, ich hab mich ja korrigiert. Ah. Also keine Frage. Nein, nein. Stimmen wir jetzt schon ab, oder? Nein. Hat jemand eine Frage an Herr Wall? So, nein, nein. Aber habt ihr euch vorgestellt an den Familien, wie anderen gemacht haben? Also bei uns waren die. Keine Konkurrenz, so. Wartet im Wir haben es versucht tatsächlich. Wir sind an jeder Türe. Mafia, also an geh zurück an deinen Platz. Was an die meisten gesagt? Türen sind wir gegangen. Und Mafia hat gesagt, mach Platz andere. Da waren, da haben wir uns vorgestellt. Nichts, danke dir. Mr. Bitcoin, die Mafia wollte sie entführen, ich habe sie zurückgeholt. Wenn wir keinen Kontakt zu euch haben, dann war es, glaube ich, schwierig zu euch zu kommen. Ich glaube, die Familie wissen, wo wir waren. Ein paar Türen haben wir geklopft, ein paar Türen blieben aus. Aber. Nichts ist verschoben auf eine unsehbare Zeit. Wir sind in dieser Stadt, treiben unser Unwesen und werden an jede Tür einmal klopfen. Mit Baklava. Okay, easy, können wir jetzt abstimmen? Ich glaube, ich stimme gar nicht ab. Ihr stimmt dann ab, wenn die Familien fertig sind. Hat noch jemand was zu sagen? Eine Frage. Was sagt mein Becken? Eine allgemeine Frage habe ich, ja. An die Familie herbei. Nein, nein, habe ich nicht. Nicht an mich. Ja. Nein, habe ich nicht. Wie viele Leute seid ihr schon? Ich bin jetzt im Käfig. Wir sind 10, 15 Leute hier. Ja, so. Mit Leut? Wenn nicht sogar mehr. Wollen Sie mal, der kommt gerade. Ich glaube, hier hingerichtet. Hast du eine konkrete Zahl? 25. Ihr seid schon 25. Ja. Breitenberg, was ist los? So mit Zahlen und so. Aber liegt am Alter. Marschall. Der Mafia wollte Sie entführen, Mr. Bitcoin. Okay, keine Frage mehr. Ja, ich werde ihn auseinandernehmen. Ich habe mir jetzt ein paar Namen aufgeschrieben, Hermanos. Das von dir jetzt keine Frage kommt, wundert mich. Das ist geisteskrank, was Mitleid hier abzieht. Chico, ja, komm an unser Platz. Die ganze Zeit okay. Ja sagen. Ja, ja. Dann jetzt fangen wir an. Ich habe doch noch eine Frage. Familie, ja, bitte. Okay, Dave, wir müssen nach vorne. Weißt du doch nicht. Seid ihr euch bewusst, in was für ein Familienleben ihr euch reintraut? Ihr habt gerade eben, ich weiß nicht, wie lange wir hier stehen, anderthalb, zwei Stunden, gemerkt, wie hier alles miteinander läuft. Ich denke, ihr müsst bald bei den Familien anklopfen, nicht mit Baklava und Künefe, sondern mit Pistolas und Munition. In unserer Kultur ist der erste Schritt immer mit Baklava, immer mit einem guten Willen. Ich habe mir viel gemerkt von dem, was heute geredet wurde. Ich bin ein Mann weniger Worte. Ich wähle meine Worte weise aus. Deshalb schaue ich mir das Geschehen an. Crazy Clown, Dankeschön. Ich habe auch gesehen, dass dieser junge Herr hier bei vielen Wunden hinterlassen hat. Und die anderen wiederum sagen, dass er die Stadt aufgebaut hat. Aber genauso wie bei Herr Wale Mendes möchte ich mir von jedem Einzelnen gerne selber einen Überblick erschaffen. Ich möchte mir selber ein Bild machen. Und danach kann ich in der nächsten und in der nächsten und in der übernächsten Tafelrunde vielleicht mehr zu euch allen sagen. Rede, Onkel. Aber bis zu diesem Zeitpunkt bin ich noch ein halber Tourist und schaue mir das Geschehen von diesem Platz aus an. Ach so. Ja. Na gut. Lala, hätte der Schalwaran, würde ich seine Hand küssen. Küss mal lieber Mendes seine Hand. Ich küsse niemanden seine Hand. Du hast für Ja gestimmt, also küss deine Hand, Mirda. Ja, ich will mein Geld zurück, haben wir nach oben. Hast du eine Frage an Herr Wall? Oh, was ist los? Wie viele Fragen habt ihr noch hier? Ich habe ein, zwei Fragen an Herr Wall.
Ja. Wer redet mit dir, Sinaloa? Hat jemand mit dir geredet? Aber, habe ich jetzt irgendwas Schlimmes gesagt? Okay, ruhig. Sinaloa lacht mir, aber sie sind letztlich lachen müssen. Ja, aber Sie sind ein Mann des Respekts, richtig? Ja, Jen. Und Sie sind ein weiser Mann, Sie sind ein alter Mann. Sie wissen, dass Sie Lektionen in Ihrem Kopf haben, die viele andere noch lernen müssen. Und Sie wissen, dass der Umgang mit Menschen, dass der Respekt das Wichtigste ist. Erwarten Sie Respekt von anderen Menschen hier im Kreis, wenn Sie sie respektieren? Das sollte so sein, Jan. Und hat nicht jede Familie, jede Kultur Respekt verdient? Ja, Jan. Worauf willst du hinaus? Ich erzähle Ihnen jetzt was. Wenn ich in Ihr Haus komme, respektiere ich Ihre Person. Ich respektiere Ihre Kultur. Ich respektiere Ihr Haus. Ich respektiere Ihre Regeln. Wenn ich in Ihre Stadt komme und man nach einem Krieg 7 Tage Pause hat, dann greife ich nicht während diesen 7 Tagen an. Wenn ich in Ihre Stadt komme und diese Stadt aufgebaut wurde von Zivilisten, von Menschen da draußen, die tagtäglich für das Gemeinwohl arbeiten, dann penetriere ich diese nicht mehr so lange, bis sie keine Lust mehr haben. Wenn ich in Ihre Stadt komme und es üblich war, dass es Behandlungsverbote kam, diskutiere ich nicht so lange dagegen an, dass man die Behandlungsverbote aufhebt. Kannst du bei der Familie Heval bleiben, bitte? Jan, ich bleibe bei der Familie Heval. Du hast geredet wie ein Löwe, aber worauf willst du hinaus? Ich sage Ihnen, worauf ich hinaus will. Sie sind ein guter Mann und Sie geben anderen Leuten die Chance, sich zu zeigen. Genauso wie wir Ihnen die Chance geben, dass Sie sich uns zeigen, uns präsentieren. Aber es gibt eine Grenze des guten Geschmacks. Wenn ich zu Ihnen nach Hause komme und auf den Teppich kacke, dann verstoßen Sie mich. Und geben mir keine zweite Chance. Das war's schon. Ich danke. Wie ein Löwe geredet, Mr. Breitenberg. Ich hab's nicht verstanden, Dai. Ich erkläre dir das auf dem Weg. Okay, dann fangen wir an von rechts nach links. Diesmal von meiner Seite. Mainz, ihr fangt an. Ja oder nein zur Herwahl? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Wie, ja, auf jeden aber Fall. Mir, da warst du mit denen irgendwie im Schlafzimmer, dass du das weißt? Was geht? Sag doch einfach, ja, okay, versuche ich mir da was für. Ja, auf jeden Fall, mir da. Von meiner Seite, ja, auf jeden Fall. Und jetzt? Lass mich dir nicht deine Kutte auszählen, aber Henry. Wo ist das Problem? Wer hat auf jeden Fall gesagt? Ich hab ja auf jeden Fall gesagt. Kannst du dein Handy kurz heben? Abo Henry. Der ist korrekt. Der ist korrekt. Wo ist das Problem? Ich kann doch selber sagen, was ich will. Und halt deine Fresse jetzt. Reicht langsam. Halt du deine Fresse. Was redest du? Was redest du? Du sagst mir, halt deine Fresse. Du hast gut. Weißt du, wo wir gerade sind? Ohne Witz, Mann. Die ganze Zeit laberst du. Ja, er labert viel. Saduna, bitte. Wir auf jeden Fall. Die Herwalds sollten auch ihre Chance kriegen. Das könnten auch neue Chavimins von uns sein, also von daher gerne. Kannst du deine Hand heben, Jan? Okay. Ich hab's nicht so mit meinen Augen. Entschuldigt mich. Ja, da bald haben die Kurden hier Überhand. Gibt's schon Azadis, Saduna. Bruder, lass mal die Nationalitäten hier raus. Was ist hier los, ey? Greis, bitte. Du bist doch 8,4% Kurde. Greis, ja, bitte. Bruder, das ist was anderes. Greis, ja, bitte. Sollen die ihre Chance haben, Jalla. Charlie. Gut, meine Antwort ist ein bisschen anders. Meine Antwort ist ganz einfach. Ich finde es schade, dass wir in jeder Tafelrunde, wenn sich mehrere Familien vorstellen, dass alle die Chance bekommen. Ich stimme ein Ja für eine Familie von beiden. Ich finde, wir sollten uns entscheiden, welche Familie für heute bis nächste Woche die offizielle Genehmigung bekommt. Und ich stimme für eine Familie auf Ja. Ich stimme dafür, dass die Herwalds das Ja bekommen und Rivera bis nächste Woche warten muss. Gut, für den alten Mann warte ich. Schnauze. Aber warte mal. Eine Frage, warte mal bitte. Ey. Ja, bitte. Also, wie ich das hier aufgenommen habe, egal was ich gerade sage, ja oder nein, wird so entschieden. Chill, Bruder. Ich verstehe nicht, Bruder, warte. Ich verstehe nicht, warum ich mich hier. Weil die Geschäftsmänner es sagen. Was sagst du? Weil deswegen musst du es. Die verstehen das immer noch nicht. Gar nicht. Ja. Dann will man nicht. Mal gucken, was mit dir dann passiert. Also die Herwalds kamen mit Anstand zu unserem Anwesen, haben sich vorgestellt. Die sind mit Respekt gekommen von mir und von den Gashis Gibson, ja. Boah. Gut, war doch klug. Welches ist die nächste Familie? Sergei, komm. Oder Rommel, wer von euch? Was geht's denn? Ich bin gerade hier gekommen, ich war mit meinem Hund. Lass Rommel machen, alles gut. Okay, dann Rommel. Okay, Tamam, wer bist du Hund, was du bist? Ich war doch ganz kurz weg, wo soll ich denn wissen, was es geht? Es geht um die Herwalds, Habibi. Was ein Bengel, ja. Was habt ihr gesagt? Herwalds. Ja oder nein, dass die eine richtige Familie sind und. Bei Rivera habt ihr ja schon gesagt, ja, ihr wollt, dass sie zurückkommen. Jetzt geht's nur noch um Herwalds. Ah, schau mal, Rommel sagt ihm das einfach. Ich hab kurz aufgehört, Alter, und? Darf ich dich auch wieder aus? Warum lacht er jetzt das hier? Ist ja, das ist ja lustig, Mirda. Oh, Mirda. Fehlen nur noch die Fäden, die man sieht, Mirda. Marionetta.
OGs bitte. Sind fertig, Vagos. Von uns bekommen die Hermanos auch ein Ja. Okay. Der nächste bitte. Von Azadis bekommen die auch ein Ja. Azadis, ja. Der nächste. Von mir ist auch Ja. Pocahontas auch, ja. Machen. Ballers. Salam alaikum, wa barakatuh. Ja, von mir auch ein Ja. Alaikum salam. Was denn? Habibi, bitte, wenn du bist kein Araber oder irgendwas hat mit damit zu tun, mit der Sprache, mach deinen Mund nicht mehr auf. Ich bin ein Araber. Wir müssen darüber uns entscheiden, Bruder. Respekt, Bruder. Wir nehmen jeden auf, Bruder. Dieses Wort hast du durch ein, wie sagt man, Fleischwolf gesungen, Habibi. Deutsche Sprache, jede Sprache, egal. Aber diese Worte, entweder sagst du richtig oder was ist das? Was ist dann falsch? Was habe ich falsch gesagt? Der nächste, bitte. GmbH. Du ihn doch verbessern, Bruder, bevor er den Fehler macht. GmbH. Er kann das ja gut aussprechen. Da war ich schon bei ihm. Er macht die Show. GmbH, bitte. Von mir kriegt er da ja auch eine Chance, soll er sich scheißen und gucken, wie wer, weiterkommt. Wer redet da gerade? Er ist kein Russe, süßer Vater. Ach, aber. Ali Al-Safi. Cousins. Es geht darum, wie er das gesagt hat, Chat. Ihr habt das nicht verstanden. Cousins. Ja, ja, ein Ja. Chave Mene. Er wird Nein sagen. Also meine Antwort ist ganz klein, nein. Was ja, habe ich gesagt? Es wäre heuchlerisch, wenn ich denen die Chance geben würde, aber den Riveras nicht. Ich bin auch der Meinung, die sollten sich erstmal hier Fuß fassen. Erstmal sehen, auf was sie sich einlassen, anstatt hier erste Tafelrunde und sofort zu erwarten, dass man Ja sagt. Ich finde es auch krass, wie viele Familien auf einmal Ja gesagt haben, weil die, weil diese Onkelfamilie wahrscheinlich niemals eine ernsthafte Bedrohung wird. Ja, und das finde ich eigentlich ehrlich gesagt sehr, sehr schwach. Und ich überlege auch, meine Meinung der Riveras gegenüber zu ändern. Aber es für mich ist ein klares Nein. Die sollen erstmal Fuß fassen. Ja, es reicht ja, wenn die einen Café besitzen oder sonstiges. Die werden hier im Leben der Kriminellen eh nicht viel zu sagen haben. Okay, erstmal Fuß fassen. Erstmal, was hast du denn hier zu sagen im Leben der Kriminellen? Outlaws hat gestern ausgezahlt. Das reicht. Outlaws! Das reicht. Boah, mir da. Auch wichtig. Das reicht. Ja, Bruder, du hast Probleme gegen Gashis, deswegen Outlaws, tranquil, bitte. Bruder. Outlaws, bitte. Wie ist dein Name, mein Freund? Von uns auch ein Ja. Das ist Lil Mafia. Das ist Lil Mafia. Lil Mafia, okay. Kannst mich auch Daddy nennen, suchst du aus. Hey, hey, jetzt übertreib mal nicht. Alles klar. Hey, yeah. Kopf zu. Den nächsten bitte. Respekt, die Toten werden immer am Ende des Krieges gezählt. Ja, was ist das denn geworden? Sinaloa. Also von mir kriegen die ein Ja, die haben einen guten Eindruck hinterlassen. Okay, perfekt. Okay, stell dich zurück jetzt. Lukas, dankeschön. Kafkas. Oder von Kafkas, er hat gesagt Nein. Okay. MOB. Für mich ist es null authentisch, was sie da gemacht haben. Der eine sagt, wir sind 10 bis 15, der andere sagt, wir sind 25. Bei MOB waren die nicht. Ah, du bist da? Ja. Was ist los mit dir? Verpiss dich. Komm doch zurück, du Penner! Vor 5 Wochen. Bruder, dann sollen die suchen, bevor die Tafelrunde hier offiziell werden. Ja, hey. Also wenn das zu schwer ist, ein MOB zu finden. Was gibt's? Mit dir reden? Mano, bei Gott, ich sage dir, bei Gott, ihr habt euer Gesicht bei mir verloren. Bei Gott, ihr habt euer Gesicht bei mir verloren. Bueno? Ich sag's dir nur. Wegen Havelas, Mavelas, wer sind nein, die denn? Nein, wegen Riveras, Miveras. Ich vergesse nichts, Sergen. Ich vergesse nicht. An dem Tag im Coins Club, wo wir geredet haben, wo du gesagt hast, Mr. Bitcoin, wir brauchen eine Lösung. Wir müssen ihn von dieser Position verscheuchen. Und jetzt so, ich sage dir, ich vergesse das nicht. Hör mir kurz zu. Schau mal, ich war gerade eine Stunde weg, okay? Ich komme wieder, bin erschöpft, okay? Bin aus der Puste. Ich war gerade Caio Perico gerade eine Stunde spazieren mit dem Hund. Ich komme wieder, ich gehe in diesen Kreis, weil die irgendwas von mir wissen wollen. Direkt der Linke labert frech, der Rechte labert frech. Ich verstehe die Frage nicht. Irgendwelche KWs, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich sage ja, und dann bist du auch noch frech. Und was ist Mano, weißt du, was Rommel hier gemacht hat? Guck mal, Riveras, was hat Rommel gemacht? Er hat für Rivera gestimmt. Aber guck mal, da kann ich aber auch Rommel verstehen. Ob wir Ja oder Nein sagen. So viel, wie ich heute mitbekomme, heute Nachmittag habe ich ein Gespräch mitbekommen, dass es anscheinend egal ist, was wir sagen. Ist es nicht. Kommt trotzdem. Es steht für uns. Wir wissen, wo wir stehen. Wir haben uns nicht selber verraten. Die haben ihr Anwesen, ihre Klamotten. Lass das mir, das ist scheißegal. Du bist einfach dumm, Mira. Unterlassen. Und natürlich Bock, mit werden wir die nächsten Tage Anwesen, Klamotten, Mirda. Die restlichen Familien Feierte. Abklappern. Aber ich bin ein sehr neugieriger Opa. Mich würde interessieren, was die Riveras sagen würden,
um deren Gesinnung zu erfahren. Ist das möglich? Wallahi, das ist eine Ausrede. Da hat er schon eine Antwort gegeben. Dass die sagen, auch von Rommel, weil er versteckt sich nur dahinter. Ich weiß, Rommel ist schlau. Er versteckt sich nur dahinter, dass die das sagen. Ja, die werden eh ihre, deswegen sagen wir einfach ja. Bruder, wenn du das eh dagegen bist, wenn du eh sagst, die sagen eh, die machen eh, was sie wollen, sag trotzdem nein. Sag trotzdem nein. Verarsch mich, verarsch andere, aber nicht mich, Bruder. Mach das nicht mit mir. Ich bin kein kleines Kind, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Mach das nicht mit mir, Bruder. Mach das nicht mit mir. Versuch nicht, mich zu verarschen. Nicht mich. Vielleicht nächste Woche, wenn er ein bisschen Stabilität beweist, dass sein Körper robust ist und dann nicht auseinanderfällt, vielleicht kommt dann ein Ja. Okay, jetzt verpiss dich aus meinem Chat. Okay, also diese Woche ein Nein, richtig? Genau. Okay, dann die Platz bitte. Ich schließe mich da an, ja. Das ist viel zu früh. Der Daya, der hieß er, hat eben gesagt, 2 Tage ist er in der City. Er ist gerade hergekommen, er wollte einen Eindruck schaffen. Den hat er verschafft zu vermitteln. Bei mir ist er angekommen auf jeden Fall. Ich habe ein paar Leute von denen getroffen, die waren cool. Aber für heute ist es auf jeden Fall zu früh. Also auch nein. Ja? Komm mal kurz. Guck mal, ich sag euch eine Sache. Wenn ihr mich OOC fragt, sagst du dir, Veda sollte wiederkommen? Sag ich, weder ja noch nein. Weder ja noch nein. Weil sie sind IC sowie OOC, sie sind abgehauen. Sie sind gegangen, weil ihnen eine Sache nicht gepasst hat. Ist schwach. Wird wieder viel passieren im RP, wenn Rivera da ist? Ja. So, OOC. Jetzt IC geredet. Passt es Mr. Bitcoin und den Leuten, die Krieg mit ihnen hatten, dass die wiederkommen? Nein. Das sind alles OOC-Entscheidungen von Leuten, die er auseinandergenommen hat, die ihn dann trotzdem wählen. Das sind OOC-Entscheidungen. Ich weiß doch, dass Rivera sowieso offiziell wird. Irgendwann. Weiß ich doch. Aber trotzdem muss man auch das RP wenigstens ausspielen, aber das verstehen die meisten Leute einfach nicht. Ich will eine Stimme von der Familie haben. Ne, wenn eine Entscheidung weil getroffen wird. Weil ich immer mein Veto einsetzen werde. Wie, was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Das heißt, für diese Woche, für diese Tafelrunde, ist diese Runde beendet. Beide Familien wurden nicht von der Stadt akzeptiert. Und nächste Woche gibt es ein zweites Treffen. Noch eine Sache. Sie sind keine Familie. Rivera sollte nicht in Colón oder sonst irgendwas rumfahren. Sie warum dürfen beide Familien, damit es auch klar ist für alle, die dürfen zu den Familien gehen, sich vorstellen, etc. Aber keine Konflikte mit Familien, die schon ein Teil dieser Stadt sind. Hebal, habt ihr mir zugehört? Kannst du es wiederholen? Ich hab's nicht verstanden. Weil du ein alter Opa bist, einmal. Für diese Woche, beide Familien, sowohl Hebal als auch Rivera, wurden abgelehnt von der Stadt. Das bedeutet für euch, ihr startet keine Konflikte mit einer anderen Familie, die im Schießen enden. Ihr könnt zu den Familien gehen mit voller Mannstärke. Könnt euch dort vorstellen. Aber keine Schießerei. Ihr könnt arbeiten. Ihr könnt euer Geld machen. Kontakte knüpfen etc. Gar kein Problem. Und auch für die Familien, die schon ein Bestand sind in dieser Stadt. Wer einmal eine Familie in dieser Lage base raidet, ich komme zu euch. Aber eine Frage habe ich. Die TAF hat schon nein gesagt. Warum soll das nächste Woche noch anders aussehen? Weil ja, die wollen sich jetzt beweisen. Der größte Grund war ja, dass wir Angst haben. Jetzt muss Mendes handküssen gehen bei den Leuten. Jetzt weiß ich, warum. Ihr wart ja die ersten 2 Tafelrunden, glaube ich, nicht da. Das ist das Problem. Dort alles beschlossen, Habibi. Was denn genau? Dass man 2 Möglichkeiten hat, oder wie? 2 Anläufe. Genau, 2 Anläufe. Ja, aber die Leute haben mir geredet, dass in der Vergangenheit, dass sie Nein gesagt haben. Also ja, und warte, Sergio Mendes, möchtest du dich dann diese Woche noch beweisen, um nächste Woche die Chance zu bekommen? Das weiß ich noch nicht. Ja. Eben, aber wenn er es wollen würde, dann sollen wir ihm die Chance geben. Oder habt ihr etwa ein persönliches Problem, so dass ihr wollt, dass es eigentlich keine weitere Chance gibt? Es ist kein persönliches Problem, es ist die Angst, die den Leuten ins Gesicht geschrieben ist. Er hat doch vorhin gesagt, er akzeptiert das, dass die Stadt entscheidet. Jetzt wurde entschieden, Mirza, jetzt heult darum. Und ich akzeptiere es. Dann halt die Fresse. Hey, Bruder, chill doch mal. Hey, wenn die Großen reden, haben die Krümel Pause, bueno. Wie die Wochen und Monate davor auch.
Alles gut. Begreifen Sie sich nicht im Tod, Sie können sich keinen Kampfgeld leisten. Romano, lass mich dich nicht gleich kaputt machen, Bueno. Du kannst es ja versuchen. Haben Sie das gehört? Hast du die Kriegsverträge vergessen, Mirda, wo ihr weggeschwommen seid? Hast du vergessen, wo du von mir davon geschwommen bist, Mendes? Hast du vergessen, dass du von mir davon geschwommen bist, Mirda? Du kleiner Nichtschwimmer, Mirda? Hast du Seepferdchen gemacht, Mirda? Baust du ein Anwesen mitten auf dem Meer, Mirdes? Hast du mehr Jungfrauen gesucht, Mirda? Was hast du gesucht im Meer? Was hast du gesucht im Meer? Wenn ihr ein bisschen Respekt habt, hört mal zu. Wenn ihr ein bisschen Respekt habt, ich kann nicht mehr schreien. Ali. Meine Tochter ist in meinen Gedanken. Hört auf jetzt damit. Ich kann nicht schreien, reicht. Martinez, danke schön. Geschäftsmann Ali. Ali. Wir haben recht. Wir benehmen uns nicht entsprechend. Wir werden eine scheiß Schreibmaschine an. Wir benehmen uns nicht entsprechend, weil wie diese Tafelrunde. Nebolay, vielen, vielen Dank. Kriminellen Welt sein sollte, ich danke dir. Tafelrunde für Familien ist. Jedoch haben wir auch Leute, die zum Beispiel keine Familie sind und den Respekt gegenüber den Familien hier im Kreis nicht zeigen. Das die ist vielen, vielen Dank. Die sich hier vorstellen dürfen, haben meinen Segen. Sich vorstellen zu okay. dürfen. Und die okay. andere Sache ist, und ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben. Hermanos, einer muss seinen Mund zumachen. Das ist Breitenberg. Nein, mir das ist. Was für ein Breitenberg, seien Sie mal ruhig. Okay. Geschäftsmann Ali, ich frage Sie jetzt hier in Anwesenheit alle, haben Sie gemerkt, dass Ihre Aussage diese Umfrage manipuliert hat? Dass Sie ein Vetorecht haben? Haben Sie gemerkt, dass die Leute auf einmal anders angefangen haben zu reden und zu argumentieren? Haben Sie gemerkt, dass so viele hier ein Ja gegeben haben, die ein Nein geben wollten, weil sie Angst hatten, von Rivera danach platt gemacht zu werden? Bro, wir haben gar nichts dann gemerkt. Komm bitte zu den anderen Tafelrunden, wo sowas entschieden wird und dann brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Ali, darf ich was sagen? Bitte. Guck mal, wenn ihr jetzt ganze Zeit hier mal, wie heißt das, fertig machen wollt oder hin und her und ihr wollt irgendwie jetzt darüber irgendwie versuchen, dass sie nicht offiziell, also hier einen Platz finden oder nicht, ja, dann warum macht ihr das nicht ganz einfach, wenn ihr das hindern wollt? Kämpft doch darum, ob die einen Platz kriegen oder nicht. Ja, stimmt, wir kämpfen sowieso nicht genug. Ja, lass einfach alle kämpfen, kommt. Wieso mir da? Wieso sollte ich gegen ihn kämpfen? Denkst du, ich bin der Einzige, der ein Problem mit ihm hat? Riecht ihr das? Nein, aber... Der Kämpfen macht wirklich Sinn. Also das ist so eine Scheiße, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Warte mal, dann sollen 6 Familien gegen Rivera. Ja, mir da. Hart auf hart, es könnte spannend werden. Es könnte spannend werden. Aber nein, Jungs. Allah, der eine will Fortnite spielen, mir da. Sheriff, Sie sind nicht auf Hex City. Ich glaube, Sie verwechseln die Stadt. Hey, was ist denn Hex City? Was ist Hex City? Bruder! Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Sie gelandet sind. Nein, jetzt muss ich. Hey, bitte, Jungs. Hallo. Breitenberg, raff dich mal! Was soll das hier? Bitte. Nein, aber was sagst du? Die haben schon recht. Wenn sie gehen, kommst du zu dem Käfig und nehmen sie mich hier raus. Ist Leute auch da bei dir? Ja, er soll mal seine It sagen. Aber warum ist Leute, was ist dein It? Kann ich kurz mit. Okay, warte, sag ich sofort. Schnell. Voll Scheiß drauf. Komm doch, Bruder. Was ja, machst du? Ich kann nicht wohnen. Geschäftsmänner. Ich hab eine Frage. Hey, ich hab Geschäftsmänner, ganz kurz. Hey, kurz. Meine Leute, ich bin als erstes zu dir gekommen, so Bruder. Meine Leute werden seit einer Stunde festgehalten, Bruder. Ich war schon vorher bei ihm, seien Sie mal ruhig. Doch nicht Bruder, so ich war doch schon ganz oben, Bruder. Welche Familien haben Nein gesagt? Sie doch mal nicht dazu. Bruder, ich hab Nein gesagt, aber ich war auf korrekt, Bruder. Ich hab auf korrekt Nein gesagt. Young Reckless? Ja, Bruder, auf korrekt, Bruder. Ich hab auf korrekt Nein gesagt. Hat der Sergio Mendes noch ihren Segen hier an der Tafelrunde, obwohl die Tafelrunde beendet ist? Ist das jetzt der Segen vorbei? Bruder, hä? Launda? Ich frage Sie gerade, Geschäftsmann. Vagos? Du kannst deine Geschichte mit anderen machen. So, jetzt. Okay, kann ich. Wer hat zuerst gefragt? Wer wollte ich war was? Das erste vor Englisch. Also, ich Bitcoin, gerade. Kannst du kurz zur Seite kommen? Nein, man steht hier nicht an meinem Anwesen. Bitcoin, ich wollte nur mal und ich kurz habe euch auch was gesagt. Ich habe ein Problem mit mir. Von wem? Wenn die einen Krieg anfangen mit Familien. Alles hat er aufbauen. Da hat jemand gerade Drohungen ausgesprochen. Und die sind genauso wie Bitcoin gedroht hat zu schießen, Habibi. Ali, bitte. Meine Leute werden seit einer Stunde festgehalten. Ali und Young and Reckless. Ja. Ich möchte gleich einen Kontaktverbot haben. Mindestens 7 Tage. Darf dieser Psychopath sich... Hey! Dir ist schon bewusst, dass ich ihn reingeschickt habe. Hallo! Wir hatten auch noch Geschäftsmänner!
Was soll das hier? Warum werde ich von ihm weggetragen? Ich möchte ein Kontaktverbot mit Kali haben, mindestens 7 Tage. Okay, du hast immer noch nicht verstanden. Wer? Er ist bei dir drinnen. Wie denn? Er ist nicht bei mir drinnen. Er ist bei dir drinnen. Seine Leute sind bei mir im Keller. Okay. Du hast es entschieden. Ich hab's entschieden, gestern. Das, und ja, aber, wie, du hast es gestern Saat, entschieden? Oder? Okay. Saat, oder? Saat, oder Mafia? Saat, ne? Saat. So, bitteschön. Kann ich jetzt reden, Ruhe mit dir? Ja, bitte. Willst du unter 4 Augen kommen? Ja, so ein bisschen. Ja, am besten. So ist nicht wegen unser Thema. So, nee, kommen Sie denn in die Mafia? Ja, okay. Nein. Hey, was geht? Familie, warte, Brüder und Schwestern, Keller. Komm. Ja. Schau mal, Bitcoin. Grundsätzlich haben wir doch gar kein Problem. Bitcoin, grundsätzlich haben wir doch gar kein Problem. Wir verstehen uns doch ganz gut. Wir sprechen die gleiche Sprache. Ja. Wissen Sie? Immerhin sind Sie doch mein Bruder. Mhm. Ja. Oh, komm schon, Bitcoin. Wir können doch über alles reden. Wir müssen gleich mal. Stehst genau richtig, hier sagen. Du bist so ein Arschloch, ist das geisteskrank. Wie kann man eigentlich immer so eine große Fresse haben? Ich mag dich, aber ey, ich hasse dich. Hör auf! Hallo? So, Bitcoin? Ey, Breitenberg, ich sag, ey, okay! Chef? Du bist ein Believer, du würdest uns kriegen. Wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen. Die Amjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talk ist die Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder!